um sich austoben zu können. Dann habe ich gesagt, naja, was stellst du da vor? Dann hat er gemeint, so, naja, Podcast wäre eigentlich interessant. Dann habe ich gesagt, naja, trifft dich gut, weil die Denise und ich würden eh auch gerne was machen. Und das war's. Dann haben wir uns zusammengesetzt bei mir im November 2017, glaube ich, oder was war das? Und gesagt, Denise, Erwin, Denise, da, lernt euch kennen. Sehr sind cool. Wir, glaube ich, zwei oder drei Stunden zusammengesessen und haben über den Weg geplaudert. Und auf einmal, drei Monate später, war der erste Podcast im Kasten. Na, prinzipiell geht es einfach, darum, also das so mehr Folgewochen auch mit der was heißt denn die Kathi? Kathi. Der Kathi-Spruch. Ja, warum? Ja, es geht einfach darum, dass man, wenn es jetzt, sagen wir mal, ich bin nicht so der Freund der Amerikaner, ja, mit ihrer Art und Weise. Nur, die sind halt auch bei vielen Dingen viel, viel offener, ja, wo die Leute zusammenarbeiten. Ja. Die sind zwar im Mitbewerb und wie auch immer, aber arbeiten zusammen. Ja, da geht einer zum anderen, sich was anschauen, was lernen, in einem Kurs diskutieren die Menschen da draußen können sich das auch suchen, können halt etwas daraus ziehen. Und wenn du heutzutage mein Beispiel ist immer, früher war das Mittagsjournal auf Ö3 eine Stunde. Mittlerweile ist es eine halbe Stunde, oder damals eine halbe Stunde, und mittlerweile sind es 10 Minuten. Also das heißt, die Information wird immer mehr komprimiert, nur in kleine Häppchen, und du kriegst keine mehr. Und über das Instrument Podcast, was halt in Amerika ist, nicht gut geht schon, bei uns halt noch in den Kinderschuhen steckt und keiner weiß, um was geht, schaffst du es halt, diese Information den Leuten zu geben, und die können sich halt am Handy, wenn sie in die Arbeit fahren, im Zug, können sie sich halt eine halbe Stunde anrufen, beim Heimfahren wieder eine halbe Stunde und so. Ja, vom System ist super, Podcast. Ja. Nur, ist bei euch bei dir in deiner Branche auch so, dass das eher jeder sitzt auf seiner Information? Ja, aber es ist ein österreichisches Problem. Okay. Also ich war im Mai auf einem Ausbildungskurs in Deutschland, 3 Tage. War auch mit einer ganz, ganz lässigen Geschichte, die auf der ganzen Welt unterwegs waren. Und auf dem Kurs waren Schweizer, Holländer, Deutsche und ein Österreicher. Am Kettlebell-Kurs voriges Jahr im September in München war auch Österreicher aus Innsbruck und sonst nur Deutsche, Holländer, Schweizer, ein Österreicher, ich. Wir sind da so und jeder tut das sein Süppchen und will nicht mit anderen nicht einmal reden. Und wenn reden, dann immer nur sagen, Einwegstraße, komm, gib mir deine Information, aber meine gebe ich da nicht. Beim Golf gleich, ja. Ja, da sitzt aber, auch jeder drauf. Und ja, aber deswegen geht er auch in vielen Bereichen oder auch im Sport, deswegen geht er nichts weiter. Weil der Austausch der Leute nicht da ist. Und ich finde, ich kann da alles erzählen, was ich weiß. Machen ist das nicht, du hast was. Und wenn ich dir alles erzähle, was ich weiß, was du dann damit machst, ist etwas ganz anderes, was ich mache. Weil du bist du und nicht ich. Also braucht man. Ja, vor allem, es wäre halt so cool, weil du ja auch sportübergreifend so viele verschiedene. Genau. Also, du kannst aus einem Sport was rausziehen für einen anderen Sport. Genau. Wir haben jetzt gearbeitet, einmal eine Zeit lang mit so einem, Chinesen, glaube ich, ist das, der lebt in Graz, der macht viel mit, der ist eigentlich Klavierlehrer und der macht sehr viel zum Beispiel mit Klang und mit deinem Klang, den du selber erzeugst über die Stimmbänder und wie du dich dann in einen gewissen Gemütszustand bringen kannst für Performance und so. Also der arbeitet auch mittlerweile als Mentaltrainer mit einigen Sportlern zusammen und solche Dinge, du kannst da so viel rausziehen und das muss jetzt gar nicht, da muss jetzt nicht Golf draufstehen bei mir in meinem Fall, sondern von überall. Vor allem ist Golf erfunden. Genau. Und um jetzt jemanden das beizubringen oder erfolgreich zu machen, musst du teilweise Wege gehen, die noch keiner gegangen ist. Ja. Weil die beschritten wurden, sind eh schon beschritten. Also musst du sagen, ich nehme einen Klavierlehrer, ich weiß da, auf Amazon Prime, so ein Doku, All or Nothing, ja. Du begleitest. Und das war das erste Jahr von Pep Guardiola bei Manchester City. Ja. Und der hat zum Beispiel
sein direkter Assistent, nicht als Trainer, sondern in der Mannschaftsführung, Betreuung, ist ein ehemaliger Weltklasse-Wasserballspieler. Der hat dreimal Olympia gewonnen und. Und die sagen, na, warum nimmst du einen Wasserballspieler, der hat ja keine Ahnung vom Fußball. Und sagt, hey, der weiß sofort, was los ist. Der geht in die Kabine, der ist immer dabei. Der merkt, wenn die Stimmung nicht passt, der merkt, wenn das ist, der merkt, wenn das ist, der ist bei Verhandlungen dabei, der merkt, ob ein Spieler funktioniert. Ja, sagt, der weiß alles, weil er das 20 Jahre seines Lebens gemacht hat. Und ob es Wasserballspieler, Fußballspieler, ist wurscht, die Mannschaft muss funktionieren. Ja? Und das sind halt so Sachen, wo du halt, wo ich jetzt musst du den Teller anschauen und musst halt Sachen machen, die vielleicht noch keiner gemacht hat und musst das halt ausprobieren. Ja, das machen die Amis halt, wie du gesagt hast, echt gut. Weil ich war auch bei vielen Weiterbildungen in Amerika zum Beispiel und das war sensationell, ja, weil die schmeißen dir alles hin, was der seine Pläne, wenn du ihn fragst nach seinen Trainingsplänen oder sonst was, der schickt dir das per E-Mail. Ja. Wo jeder in Österreich sagt, ich kann ja schon sagen, was ich mache, aber so nett schwarz auf weiß, ja. Der schickt da alles, weil er weiß, dass er in einer Woche eh weiter ist als du wieder. Okay. Weil der sich halt dauernd auch weiterbildet. Du bist da kein Konkurrent. Mhm. Weil was willst du ihm wegnehmen, wenn er in Amerika, weiß nicht, 100 Golfer betreut? Willst du am besten von den 100 20 wegnehmen? Wie willst du das machen? Ja? Also funktioniert es ja eh nicht. Mhm. Also braucht keiner Angst haben. Ja. Und das wäre in Österreich das Gleiche. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile so eine Gruppe, mit denen wir halt die Ausbildung gemacht haben, die sind auch alle so in meinem Alter. Da funktioniert das halt ganz anders, weil da schickst halt ein Video, sagst du, Hilfe, ich habe bei dem Spieler ein Problem, kannst mir helfen oder was würdest du da machen in der Situation? Das bringt dich viel weiter, als wenn es da jetzt nur auf meinen Spieler und Ding und ja. Greif ihn nicht an und... Ja, also das, die Jungen begreifen es eh langsam, weil da könntest du viel mehr machen. Und das ist halt letztendlich auch der Ansatz vom Podcast zu sagen, ey, wir laden uns Leute aus den verschiedensten Bereichen ein. Wird spannend jetzt, sag ich mal, deine Sichtweise zu sehen, weil wir, ja, wann war es da? Im Herbst? Bettina? Gute Frage. Gar keine Ahnung. Ja. Ich habe schon so viele Podcasts abgedreht. Ja, ich glaube, irgendwann im Winter oder so, was ja, da die Tina Schneeberger gehabt haben, die halt von ihrem Werdegang und Problemen und so weiter geredet hat, die es halt in der Sportart gehabt hat. Oder mit sich oder mit den Erwartungshaltungen. Spannende Geschichte gewesen. Definitiv, ja. Aber dann gehen wir gleich in Medias Res. Also ich habe eh schon jetzt mitlaufen lassen. Das ist auch nicht mehr so schnell. Ja, der direkte Einstieg kommt immer öfters vor. Aber damit wir mal jetzt anfangen, quasi von vorne. Marie, danke fürs Kommen. Danke fürs Einladen. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Marie Jeffrey und ich arbeite im GC Ebreichsdorf als Pro, also Golflehrer. Und ich war 4 Jahre Nationaltrainer für die Girls und habe also auch in den Leistungssport reinschnuppern können. Und jetzt seit 2 Jahren bin ich wieder im Club und betreue in erster Linie die Jugendarbeit, aber habe bunt gemischt von Leistungsspielern bis Anfänger, von Jungen bis Senioren quer durch. Zusätzlich habe ich einige Ausbildungen im Mentalbereich, da versuche ich jetzt auch mehr in die Richtung zu gehen. Beziehungsweise auch Weiterbildungen im Sportbereich. Also TPI in Amerika habe ich viel gemacht. Wir schließen die Ausbildung in Österreich ab in der Bundessportakademie mit einem staatlichen Instruktor. Also da auch viel eigentlich in den Sportbereich rein. Und ansonsten ja, ist Golf einfach meine Leidenschaft. Und vor allem das Arbeiten mit Menschen. Also das habe ich schon sehr früh gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich machen möchte. Und macht immer noch Spaß. Okay. Und das Ganze selbstständig mit Functional Golf? Genau. Selbstständig. Okay. Also als Pro in Österreich bist du selbstständig. Also du bist nicht angestellt. Und arbeitest auf einer fixen Anlage normalerweise. Beziehungsweise manchmal auch ein bisschen gemischt. Okay. Aber du hast einen Hauptsitz, wo du arbeitest eigentlich. Das ist bei mir Ebreichsdorf. Jetzt seit 12 Jahren. Okay. Du hast eh gerade das Stichwort gesagt, Mentaltraining. Kann man es prozentuell irgendwie in Zahlen fassen, wie hoch der mentale
Trainingsaspekt ist beim Golfen. Macht er, weiß ich nicht, von einer 18-Wochen-Runde macht er einen mentalen Aspekt, wenn nicht 70% aus, macht er 40% aus. Technik, Training, Fitness, klar, kommt auch dazu. Wie hoch ist der mentale Aspekt? Das wandert. Also wenn du anfängst, ist natürlich das technische Lernen einmal so die Grundfähigkeiten der Hauptteil. Ja. Da hilft dir ganze Mentale sehr wenig. Was ich im Leistungssport dann schon gemerkt habe, es gibt so ein bisschen Aussagen auch aus Amerika, wo es heißt, es ist bis zu 90% mental im Grunde und 10% ist die Technik. Weil du kommst halt dann irgendwann auf einem Level, wo du die Bewegung wirklich für dich perfektioniert hast. Und dann ist eigentlich zwischen den Ohren, was du abliefern kannst unter Druck, wenn es einmal nicht gut geht zum Beispiel. Ja. Das Spannende dabei ist halt, dass die Psyche ja da die Technik beeinflusst. Weil genau. wenn du Stress hast oder Druck verspürst, hat das Auswirkungen auf den Körper, und wenn es Auswirkungen auf den Körper hat, dann hat es Auswirkungen auf die Technik. Ja. Also, genau. Also es ist eh im Grunde eine Wechselwirkung. Ja. Ja. Mir ist es, also im Nationalteam habe ich Gott sei Dank arbeiten können mit Shirin Hornecker, die war Mentaltrainerin, vor allem fürs Girls-Team auch. Und da habe ich wirklich gesehen, was du rausholen kannst. Weil, wie du richtig sagst, wenn der Gemütszustand nicht da ist, wenn du vom Fokus ganz woanders bist, du kannst die Bewegung, die eigentlich automatisiert ist, nicht mehr abrufen. Und das ist für den Sportler vor allem frustrierend, weil jetzt weiß er eigentlich, die Bewegung ist da. Und der Frust schafft ja wieder Druck. Also das ist dann kommst du in die Negativspirale und immer mehr nach unten. Ja. Das ist ja das Spannende, da den Weg wieder rauszufinden. Vor allem sich dann zu halten, weil was ich halt viel sehe, du kannst halt beim Golf, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie es jetzt bei anderen Sportarten ist, so wie Handball oder so, aber du kannst beim Golf sehr technisch sein. Und ich habe Spieler gesehen, die haben super Runden gespielt, sind auf die Range gegangen, also auf die Übungsanlage nachher, und haben ein Video gemacht und haben eigentlich nur bemängelt, dass der Schläger nicht in den Positionen war, wo sie ihn haben wollten. Also du kannst das so vertechnisieren, das Ganze. Mhm. Und je mehr du natürlich zweifelst oder unter Druck nicht performen kannst, umso mehr fangst immer mehr an herumbasteln an deiner Bewegung, die eigentlich deine ist, anstatt dass du die Zeit investierst, dass die Bewegung festigst. Ja, da gibt es halt, verschiedenste Ansätze auch im vom Bewegungslernen her. Ja. Also das Klassische ist halt diese Meisterlehre. Ja. Du schaust da an jetzt den Golfschlag von Tiger Woods und sagst, okay, der hat damit das alles gewonnen und das ist der perfekte Schlag und ich versuche den Schlag von Tiger Woods zu imitieren. Nur kann ich den Schlag von Tiger Woods nicht imitieren, weil ich nicht Tiger Woods bin. Also ich denke anders, ich bin anders, ich habe andere Hebel, ich habe andere anders. So. So die Ostblock-Lehre war Meisterlehre, das ist der Beste, den imitieren wir und versuchen das nachzumachen und dann halt noch besser zu machen. Die hat eine Möglichkeit, weil die in den Kernsportarten, die sie betrieben haben, einfach so viel Leute gehabt haben und haben halt 98% der Leute umgebracht und 2% sind rausgekommen und die sind halt Weltklasse gewesen. Das kennen wir nicht. Ja. So, und dann gibt es halt so die neuere Lehre, die sagt, okay, das differenzierte oder differenzielle Lernen, wo jeder Schlag nicht gleich ist, weil du einfach Unschärfen hast, das ist so wie versucht zu imitieren in der Fuzzy Logic, dass du dich über die Unschärfe an deinen perfekten Schlag oder deine Technik annäherst und die halt in einem gewissen Rahmen ist, weil es nie gleich ist. Du kannst es nie gleich machen. Und das ist halt eine andere Form des Lernens. Ja. Und wenn jemand diesen Perfektionisten-Ding hat und ich möchte und immer und so, ja, dann geht es halt darum, den beizubringen. So, meistens sind das ja logisch denkende Menschen, mathematisch denkende Menschen, dem über den Zugang der Mathematik und der Bewegungslehre und der Biomechanik zu erklären, dass das, was er vorhat, nie funktionieren wird.
Also im Leistungssport sowieso. Was Interessantes finde ich auch im Hobbybereich. Ich hatte jetzt einige Leute auch bei Mentalkursen, die gesagt haben, sie sind im Alltag auch so perfektionistisch. Ja, also einer hat einmal gesagt, das war recht lieb. Also wenn da die Teller auf einmal woanders stehen, das macht ihn völlig fertig. Und er hat halt mit dem und er hat mit dem Golf halt sehr gekämpft, weil er versucht hat, diesen Perfektionismus den Golf aufzulegen. Ja. Und wir haben dann viel gearbeitet, dass er übers Golf eigentlich für sein Leben rausnimmt, ein bisschen mehr Variabilität zuzulassen. Mhm. Ja. Weil du im Golf, du hast keinen Schlag, der gleich ist auf 18 Loch. Ja. Und auch wenn du 10 Runden hintereinander spielst, es wird kein Schlag gleich sein. Es hängt ja auch von der Tagesverfassung ab, es hängt von, vom Wetter ab, vom Wind, wo du es gar nicht beeinflussen kannst. Ja. Der Platz ist auch jedes Mal anders, weil die Fahne, die du siehst, die am Grün steckt, ja, also der Endpunkt quasi jedes Loches, wird jeden Tag umgesteckt. Also auf diesem Grün, und das hat 400 bis 600 Quadratmeter, steckt die jedes Mal woanders. Also du hast jedes Mal andere Verhältnisse. Wind, es kann nass sein, es kann trocken sein. Das heißt auch im Leistungsbereich, wenn sie sich vorbereiten auf ein Turnier, du bereitest dich in einer gewissen Form vor, heißt, da ist es trocken und hat vielleicht 30 Grad und den ersten Turniertag spielen sie in 15 Grad und Regen und alles ist unter Wasser. Also das, all diese Dinge, oder der Wind geht auf einmal. Ja. Wie gehe ich dann jetzt mit Jugendlichen heran? Weil das ist schon ziemlich, also da kommt schon viel zusammen, eben Technik, mentaler Aspekt trotzdem. Ich meine, mit den Jugendlichen wird man keine 18 Loch spielen. Oder schon? Schon? Okay. Wie lange braucht man für 18 Loch? 4-5 Stunden, sowas, oder? Zwischen 4 und 5 Stunden, je nach Platzlänge, ja. Okay. Aber die kleinsten, also es gibt in Wien jetzt super Ansätze von Martin Rentenberger, der macht so eine Jugendseries, die spielen dann nur 9 Loch. Aber die jüngste von mir, die mitgespielt hat, war 6 Jahre. Also das ist auch aus Amerika, das heißt US Kids. Da sind die Abschläge auch weiter vorne, also da steckst du dann quasi zwei so Hütchen mitten am Platz draußen. Okay. Je nach deiner Länge, die du schlagen kannst, wird dann halt der Platz gekürzt oder verlängert. Und die schaffen das von der Aufmerksamkeit? Die Eltern dürfen mitgehen als Betreuer, also die dürfen quasi die Tasche nehmen und ihnen helfen. Die schaffen das, ich meine, die lassen halt einmal aus. Also in dem Alter ist es wirklich nur, dass du dich einmal in so einer Situation findest, dass du mal lernst, dich vielleicht einmal eine Minute auf etwas zu konzentrieren. Dazwischen hast du eh auch viel Freiraum wieder, weil du gehst dann wieder zum Ball. Ja. Also. Aber wie führst du die Kinder da jetzt heran und sowas? Wie bringst du ein Kind bei, hey, du musst jetzt mit mir 4 bis 5 Stunden da am Golfplatz herummarschieren und 4-5 Stunden fokussiert sein? Also ganz am Anfang, sie spielen dann Turniere oder gehen wirklich so lange am Platz, wenn sie schon einen gewissen Level haben. Okay. Also der Ball fliegt dann schon und sie können in eine gewisse Distanz transportieren. Dann macht Sinn, dass du auch 9 oder 18 Loch spielst. Dann fragen sie auch selber danach. Ja. Okay. Bei den ganz Kleinen gehe ich einfach immer nur so, wir nehmen immer dieses Golfwagerl, das ist natürlich auch immer ein Highlight. Und dann fahren wir raus und dann machen wir bestimmte Stationen und Aufgaben am Platz. Also schon, dass sie den Platz am Platz sind, den Platz wahrnehmen auch und Teil des Spiels sind, nicht nur irgendwo auf einer Übungsanlage geparkt werden quasi. Und machen aber nur so kleine Aufgaben, immer wieder Pausen dazwischen und so. Also da geht es auch in erster Linie mal wirklich nur so Grundtechniken lernen. Heutzutage viel motorische Fähigkeiten, die sie nicht mehr haben, die früher halt schon da waren. Mhm. Also Purzelbaum schlagen oder so brauchst du gar nicht versuchen, ohne eine dicke Matte, weil da kriegst du eher Angst ein bisschen. Ja, ja. Und solche Dinge, motorische Sachen werfen, kicken mit verschiedenen Schlägern zum Beispiel auch am Platz. Also wir stehen dann auch mit dem Tennisschläger und schlagen den Ball halt einmal mit einem Tennisschläger raus. Okay. Also dass sie den, am Anfang steht, dass sie den Platz und das Spiel als Spaß wahrnehmen. Also wir machen auch so Sachen wie im Bunker, das ist dieser Sandbereich, Weitspringen. Solche Sachen. Also einfach nur, dass sie sehen, dass das macht Spaß, das ist nicht nervig. Ja, einfach ein bisschen in der Kontakt Gruppe bekommen mit der Umgebung. Das finde ich einen coolen Ansatz, dass man schaut, dass irgendwie auch der Körperaspekt so halt einfach weg vom Eigentlichen. Ja, und einfach super variabel und sehr, sehr breit gefächert eigentlich der motorische Aspekt. Ja, das ist cool.
Die Kinder, die zu dir kommen, haben die wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, aufgrund ihrer Eltern, Großeltern eine Golf-Vorgeschichte oder sind da wirklich Kinder dabei, die gesagt haben, sie haben es im Fernsehen gesehen, sie wollen jetzt Golf probieren und haben gar keine Berührungspunkte bis dato damit gehabt? Oder? Bunt gemischt. Okay. Also es ist vom bis. Ich habe einige, das sind lustigerweise die motiviertesten, wo die Eltern gar nicht spielen oder dann danach anfangen, weil das Kind halt so gern spielt. Und dann gibt es die, wo die Eltern auch spielen oder die Großeltern und so, ja. Und die Kinder, die, also macht sie bewusst Recruiting, kindermäßig, also Kindergarten, Volksschule, Schnuppergeschichten und so, oder kommen die wirklich bewusst dann? Die meisten kommen bewusst. Ich versuche schon im Umkreis mit den Schulen auch so Kooperationen zu machen und so Schnuppersachen. Was ich heuer auch gemacht habe, einmal bis jetzt, was ich öfter machen möchte, ist auch mit dem SOS Kinderdorf. Mhm. Da waren 8 Kids zum Schnuppern auch. Und ich habe auch einen Sponsor, wo sie die Möglichkeit haben, weiter zu trainieren, wenn sie möchten. Weil das ist etwas, was mir ein Anliegen ist, weil der Sport selber für dich, für die Persönlichkeitsentwicklung sehr gut ist, finde ich. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen zusätzlichen Sport zu probieren, warum nicht? Ja. Ja, weil ich denke halt, weil das schon immer so den Ding hat, kostet schon. Ja. Und ich finde es dann lässig, wenn es trotzdem Leute machen und es Möglichkeiten gibt. Und ich finde, es schafft ein anderes Bewusstsein mit dem Zugang. Weil in anderen organisierten Sportarten haben wir immer das Problem, dass die Eltern zahlen Mitgliedsbeitrag pro Jahr und sagen dann, okay. Ja, und wenn der Verein kommt und sagt, naja, wir kaufen neue Dressen, dann müsst ihr die Hälfte selber zahlen. Sagen die, warum? Dann muss der Sponsor zahlen oder muss der Verein zahlen, ich zahle Mitgliedsbeitrag. Und wenn du ihnen dann erklärst, schau, alleine wenn du 100 Euro oder 150 Euro im Monat im Jahr bezahlst, bezahlst du so viel im Monat, das heißt für die betreute Stunde bezahlst du zwischen 20 und 50 Cent für die Stunde. Und da muss der Trainer bezahlt werden, da muss die Dresse bezahlt werden, da muss der Platz bezahlt werden, da muss das Wasser in der Kabine fürs Duschen bezahlt werden, der Putzfrau für die Kabine und. Wie soll sich das ausgehen? Ja? Da muss ein Sponsor sein. Ja, wer sponsert in Neudörfel die U9 Fußball? Ich meine, was hat der davon? Ja? Und da sage ich, ja, aber denk jetzt mal nach, in anderen Sportarten musst du alles bezahlen. Also wenn du Tennis spielen gehst, musst du den Lehrer bezahlen. Wenn du Golf spielst, musst du den Lehrer bezahlen, musst du den Platz bezahlen, musst du die Mitgliedschaft, musst du alles bezahlen. Ja, und diese Wertigkeit, also diese Stunde oder eineinhalb Stunden des Trainings sind etwas wert, nämlich auch monetär, ist halt bei uns im organisierten Sport überhaupt nicht da. Das muss alles ziemlich gratis sein. Ja. Und ich finde das lässig, wenn es Möglichkeiten gibt, das zu vertiefen. Freunde, das ist ja was wert. Das ist ja was fürs Kind, für die Entwicklung, für die Gesundheit, für die Psyche, für die Sozialisation und. Ja. Und das finde ich spannend, wenn es dann auch in einem hochpreisigen Segment wie bei euch, aber auch funktioniert. Wir haben angefangen vor 12 Jahren, wie ich gekommen bin, war es gratis, das Kindertraining. Das erste Jahr haben wir es auch so lassen. Wir hatten 5 Kinder. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht und habe eben dieses TPI-Konzept damals auch vorgestellt. Die haben das ist so wie in Kanada, dieses Long-Term Athletic Development System. Und wo du wirklich in Stufen einen Plan drüber legst, also wo jeder die Möglichkeit hätte, bis zu Leistungssport zu gehen und so weiter gehen halt möchte. Und dann hatten wir am nächsten Jahr, haben wir was verlangt. Und ich meine, wir verlangen jetzt dafür für die ganze Saison 250 Euro bei den Kleinen und 300 bei den Großen für 25 Termine, 1,5 und 2 Stunden. Also das ist überschaubar. Und wir hatten ab dem zweiten Jahr dann 40 Leute, also 40 Kinder, die mitgemacht haben. Weil mein Ansatz ist, wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Und zum Beispiel auch beim Kinderdorf haben wir so, wir haben zwar einen Sponsor, der es zahlt, aber die Kids zahlen jedes Mal quasi, wenn sie kommen, 1 Euro
Einfach nur als Symbol, ja, dass sie selber etwas gezahlt haben, dass es einen Wert hat. Das finde ich ganz wichtig. Und mittlerweile haben wir 80 Kinder im Training. Ja. Also die Leute wissen das dann schon zu schätzen. Und vom Preislichen, ich meine, ich habe andere Sportarten auch gemacht, wie ich jünger war, zum Beispiel Reiten. Das ist so ziemlich das Teuerste, was es gibt, je nachdem, wenn du ein Pferd selber hast. Ja. Du kannst sagen, im Jahr kostet dich eine Mitgliedschaft 1.000 Euro. Ja, jetzt in einem normalen Club zahlst du 1.000 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft. Und wir haben viele Spieler zum Beispiel, bei uns ist es ein bisschen mehr, aber wir haben Spieler, die spielen fast jeden Tag. Also die sind draußen. Vor allem, gerade im Golf, da gibt es ja auch, glaube ich, immer diese Vernetzungsgeschichten mit der eine Club arbeitet mit dem anderen zusammen und dann, wenn du dich mit dem Club einschreibst, kriegst du noch einen echt Gutscheine für den Platz dreimal, keine Ahnung. Ja, wir sind Teil der Murhof-Gruppe zum Beispiel. Mhm. Die haben mittlerweile, glaube ich, fast 20 Plätze in Österreich. Mhm. Also das ist total vernetzt auch. Und für die Kids bis 12 ist es gratis, zum Beispiel die Mitgliedschaft. Danach kostet sie sowas um die 300 Euro. Also gerade für Kinder, Jugendliche bis Studenten ist es eigentlich vom Finanziellen jetzt kein... Aber das ist ja auch etwas, sage ich mal, dass ja der Mensch, der Österreicher, der damit nichts zu tun hat, er nicht weiß, weil er noch immer den Nimbus hat, Golf ist für die Gestopften und der Murst, weil es muss und überhaupt muss. Ja? Also ist das gleich mal nichts für mich, weil ich glaube, dass meine finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Ja? Wenn es denn dann nicht so ist, ja. Also es gibt auch vom bis Clubs, ja, also so wie überall. Ja. Aber ich denke es mir mal, ein Freund von mir zum Beispiel geht viel zu Fußball spielen. Ich meine, die Saisontickets kosten jetzt auch nicht gerade wenig. Also darum denke ich mir mal, wenn es etwas ist, was dir Spaß macht, dann bist du ja auch bereit, etwas dafür zu investieren. Und auch wenn du anfängst, es gibt so viele gebrauchte, günstige Schläger, also du brauchst nicht gleich das teuerste Modell dir aussuchen. Aber da sind wir halt wieder beim Thema Wertigkeit und das diskutieren wir eigentlich auch jedes Mal in jedem Podcast. Weiß ich nicht, die Männer wissen, was für ein super toller Sprit ins Auto reinkommt und Service und hin und her und bla bla bla. Aber selber der Körper ist einem nichts wert und weiß nicht, kaufen wir jetzt, ja, was weiß ich was. Das ist allgemein einfach ein Problem in der Sportlandschaft, glaube ich, ein bisschen. Ob es jetzt nur Österreich ist oder europaweit, keine Ahnung. Aber da sind uns die Amis einfach echt. Die Amis dürfen wir auch nicht sagen. Durch diese Offenheit, die sie haben, haben sie halt ganz andere Probleme. Weil im Bereich der Fettleibigkeit und sind die Spitzenreiter. Vielleicht ist das so die Kehrseite der Medaille, dieser Offenheit, dass alles möglich ist. Ja. Aber jetzt. Oder dass das, was uns interessiert, ja, eben der Sport, die Bewegung, teilweise die Persönlichkeitsentwicklung und, wo wir unseren Fokus so drauf haben, tut sich dort halt extrem viel mehr als bei uns. Dafür haben wir halt, wie gesagt, wahrscheinlich ist das der Preis dafür, ich weiß es nicht. Ja. Aber wir sehen ja auch nur das, was uns interessiert. Und das, was uns nicht interessiert, sehen wir ja auch nicht. Ja. Aber es wäre trotzdem ein Ansatz zu sagen, können wir nicht diese Offenheit haben, ohne die negativen Aspekte, die vielleicht dahinter stehen. Ja. Ich glaube, du brauchst diese Offenheit einfach in so einem Rahmen, dass du trotzdem noch deine Intention passt. Also du musst den Leuten eigentlich, glaube ich, lernen herauszufinden, was ihre Intention ist. Weil dann wissen sie eh, ob das zusammenpasst oder nicht damit. Ja. Aber das haben wir vorige Woche angesprochen mit der Katja. Das ist das absolut Schwierigste, gerade auch in meinem Bereich. Die Leute kommen und sagen, ja, und was ist dein Ziel? Ich möchte dünn sein. Okay, wie dünn? Ja, oder die Waage oder das. Nicht, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte beweglich sein, ich möchte kräftig sein, ich möchte mit meinem Körper das und das anstellen, ich möchte mit meinem Körper Golf spielen, ich möchte mit meinem Körper am Schneeberg gehen, ich möchte mit meinem Körper rund um den Nesslersee fahren, was weiß ich. Nein, ich möchte so. Und das wird dann so dünn. Und wenn je dünner das Ziel ist, umso dünner ist da die Motivation, welches Motiv dahinter steckt. Was ist der Motiv? Dünn sein.
Nicht, so ich möchte mich wohlfühlen und und. Das sind so oberflächliche Ziele auch. Das hat nichts mit Körperbewusstsein in dem Sinne. Ja, es hat. Es geht ums Aussehen. Na, aber das ist. Ich habe so eine Praktikantin gehabt, die Tennis gespielt hat auf sehr, sehr hohem Niveau, dann Karriere beendet hat und jetzt wieder beginnt. Und die sagt, für ihre Diplomarbeit möchte sie vielleicht im Metallbereich und sagt, sie würde gerne, aber da gibt es halt wenig Material, wie das ist, wenn jetzt die Kinder, das war auch so Golf-Thema, sehr stark in der Kindheit und Jugend, in der sportlichen Entwicklung von einer ihr nahestehenden Person sehr, sehr stark unter Druck gesetzt werden. Ob das jetzt ihrer sportlichen Entwicklung hilfreich ist oder nicht. Und dann haben wir das diskutiert. Und ich sage, naja, das wird schwierig, weil die es nicht geschafft haben, findest du nicht. Ja? So. Und dann, ja, die Zielsetzung, dann haben wir über das Motiv gesprochen. Ich sage, naja, du spielst ja gern Tennis. Ja. Was wäre dein Ziel? Ja, Profi sein. Ich sage, falsch. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Was ist Profi sein? Bis 200 der Welt, 150 der Welt, Nummer 1 der Welt, ist das, was ist Profi? Naja, sag ich, wenn ich Tennisspieler wäre, wenn ich Tennisspieler, Golfspieler, irgendwas und ich entschließe mich, wettkampforientiert diesen Sport zu betreiben, würde ich sagen, das Wichtigste ist für mich, das geilste Tennis, das geilste Golf zu spielen, was es auf Gottes Erden gibt. Ich mag das geilste, die geilsten Schläge machen, wo du, und das weißt genau, wenn du einen super geilen Schlag machst, und du stehst nachher da und denkst, Alter, wie ist das jetzt gegangen? Ich weiß es nicht, aber das war ein unglaubliches Gefühl. Das war vom Ausholen bis zum Klang, wie der Schläger den Ball trifft, bis dann die Flugkurve. Wow! Ja? Und jeder Schlag soll so sein. Das ist ein Ziel. Und wenn du das Ziel erreichst, bist du automatisch gut. Weil wenn jeder Schlag so weit wie möglich so ist, dann bist du gut. Und dann siehst du was rauskommt. Ja? Dann hat es so geschaut. Ja, aber da sind wir wieder. Zielsetzung, Motivation, wo fange ich an? Ja? Ich will Profi werden. Ja, ich mache jetzt seit 4 Jahren eine Ausbildung im Mentalbereich. Das sind 2 Skandinavier, die das machen. Heißt Communicology. Ist sehr ähnlich zu NLP auch. Aber genau da hast du im Grunde diese Struktur, dass du lernst nicht nur auf der ersten Ebene das Verhalten, heißt, ich möchte das machen oder ich möchte das haben, sondern dass du wirklich lernst, tiefer zu gehen in die Intention rein und auch die lernst, gescheit zu formulieren. Also sie formulieren es in erster Linie immer in Gemütszuständen. Also dass ich zum Beispiel sage, eben so wie du es beschrieben hast, ich möchte mich selber überraschen. Ja, also ich möchte von mir selber überrascht sein, das wäre so eine Möglichkeit, dass ich sage, ich mache jeden Tag irgendetwas, womit ich mich selber überraschen kann, weil indem du so definierst, bei mir ist zum Beispiel einer dieser Leitsätze wäre, empathisch zu sein, und das andere für mich ist neugierig, das ist so eins meiner Kernphilosophien. Und dieses Neugierigsein kann so viele verschiedene Verhaltensebenen, Muster haben, kann in verschiedenen Sportarten sein, kann in verschiedenen Bereichen, Lebensbereichen sein. Und damit schaffe ich es aber, das so drüber zu setzen quasi. Ja, da bist du wieder beim Punkt, den haben wir auch schon die letzten Male diskutiert. Und das ist für mich nicht nur im Sport, sondern gesamtgesellschaftlich gesehen extrem wichtig. Dass viele einfach die Neugier, warum auch immer, verlieren. Und wenn ich die Neugier verliere, dann traue ich mich aus der Komfortzone nicht raus. Ja? Und in unserer Entwicklung des Menschen ist es aber immer nur die Neugier gewesen, damit etwas Neues passieren kann. Und Neugier heißt, ich muss irgendwo hingehen, wo noch keiner war. Und ich muss das riskieren. Dazu brauche ich Mut, wie auch immer. Ja? Und muss am Pfad gehen, den vielleicht noch keiner gegangen ist. Ohne zu wissen, was rauskommt. Ohne dieses Fangnetz, boah, es ist alles gut. Nein, da muss ich halt riskieren. Und da sehe ich, was rauskommt. Ja? Und diese Neugier fehlt so viel. Ja? Die Neugier fehlt, wenn ich jetzt was Neues mache. Wenn ich jetzt, oder wenn ich es in meinen Bereichen, ja, Sport, Bewegung.
Und die Leute haben eine ganz klare Vorstellung, was ist Training für sie. Und dann machst du das Ganze, was ist das? Warum macht man das? Und dann, boah, ich krieg was Neues. Ja. Nein, wir müssen so wie bisher und das habe ich immer gemacht und vor 20 Jahren habe ich Bodybuilding gemacht, das mache ich jetzt. Sag ich, nein, machen wir es nicht. Nein. Sag ich, ja, was soll passieren? Es bietet dir unglaubliche Möglichkeiten. Du weißt nicht, was passiert. Ja. Aber da müssen sich die Leute wieder vor Probleme stellen. Das geht halt einher. Und ich glaube, dass das Probleme löst. Ich glaube, dass Probleme löst und keine bringt. Ja, aber die Leute sehen das nicht so. Oder die meisten Leute sehen das nicht so. Die sind sich eher mit einem Problem konfrontiert und immer wieder beim Thema Bequemlichkeit und Neugierde und du. Weil wachsen kannst. Also ich sage immer, Probleme sind der Innovationstreiber schlechthin. Weil nur durch Probleme oder nur durch eben Neugierde. Aber die Neugier steht vor einem Problem. Weil wenn du die großen Erfinder irgendwo hernimmst, der hat sich gesagt, das will ich jetzt oder das interessiert mich und hat angefangen und ist halt gescheitert und hat wieder. Und durch die Neugier hat er erst Probleme gekriegt und dann hat er versucht, die Probleme zu lösen. Genau. Und dann ist halt irgendwas rausgekommen. Aber er hat sich bewusst dafür entschieden, eventuell sich mit Problemen konfrontieren zu müssen. Und das ist wirklich gesagt, glaube ich, der Punkt, wo die Leute dann heutzutage ausstellen, ich habe schon so viel Stress und ich bin arbeiten den ganzen Tag und ich habe noch Familie und ich komme eh zu nichts. Brauche ich nicht noch Probleme im Sport und Gesundheit. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das kommt auch viel daher, so wie du es beschrieben hast vorher, dieses Beispiel mit den Kindern, ob Druck oder Nicht-Druck. Ja. Was ich sehe bei Kindern, die Neugier geht dann verloren, wenn du nicht in einem Umfeld bist, wo du sicher bist als Mensch. Ja. Also wenn deine sportliche Performance dich als Mensch definiert, dann zerstört dich der Druck im Grunde. Mhm. Wenn du aber weißt, du als Mensch bist okay, egal was du schießt, dann kannst du mit einem Athleten auch ziemlich hart arbeiten, ja, weil der die Performance von sich selber trennen kann. Also sich als Mensch von der Performance. Also ich bin dann nicht die 78, die ich schieße, sondern ich bin die Marie und heute habe ich eine 78 geschossen, zum Beispiel. Okay. Ja, und an einem Tag was Gutes, an einem Tag was Schlechtes. Das ist ja das ist, wenn du das jetzt an einem Beispiel nimmst, obwohl sie jetzt Wimbledon, ja? Wenn du das schaust, wie lange jetzt, wenn du die beiden total konträren Menschen Federer und Nadal, und wir kennen sie nur aus der Zeitung und aus dem Fernsehen und wie auch immer. Aber wenn du die beobachtest, ja, welche Ansätze dahinter sind, ja, welcher Mensch oder wie vom Auftreten her der Federer ist und welcher der Nadal ist, ja, der zu Tode trainiert und bam, zu Biss und so weiter. Und von dem hast du noch nie irgendwo ein Wort zu irgendwas anerkannt. Und der Federer äußert sich zu Dingen, der für mich definiert sich der viel, viel mehr als Mensch als Tennisspieler. Weil der durchaus gescheite Sachen gesagt hat, überlegte Sachen gesagt hat, in jedem Interview vollkommen ruhig plaudert von sich heraus. Also der taucht mal als Mensch. Ja? Der Nadal taucht mal als Tennisspieler, aber als Mensch ist der nichts. Und der ist halt diese Maschine. Ja? Und das sind so, du kannst auf beide Arten erfolgreich sein, denke ich. Aber letztendlich definiert uns aber das Menschsein und nicht das, was noch jetzt, Marketingmensch und Golflehrer sein und Sportwissenschaftler sein, das kommt danach. Wir müssen als Mensch spürbar sein. Ja, empathisch sein, wenn du mit Menschen arbeitest. Ja? Darum ist für mich wichtig, dass wir bei uns im Training eine Kultur schaffen, wo du eben Fehler machen kannst. Ja? Also darum sind auch zum Beispiel die Eltern beim Training nicht erlaubt. Ja, weil so fangen wir an. Also, tschüss, dort Kaffeehaus, bitte du, 2 Stunden später wiederkommen. Ich habe es am Anfang auch Fehler gemacht in der Hinsicht. Also ich hatte auch teilweise Eltern auf der Ranch stehen und ich habe gesehen, dass das komplett in die Hose geht, auch meiner Psyche nicht gut tut. Ja. Und mittlerweile ist es so, die dürfen oben sein. Es hat jeder seine Rolle und gerade wenn du mit Leistungssportlern arbeitest, ist es wichtig, dass jeder seine Rolle kennt. Ja? Ich bin nicht der Elternteil, aber der Elternteil ist auch nicht der Coach. Mhm. Also ich bin der Coach und für das bin ich verantwortlich. Und das Elternteil ist für seine Rolle verantwortlich. Ja. Ja? Und da gehört eben auch, wie gesagt, nicht als erstes, wenn das Kind vom Platz kommt, die Frage, und wie war's?
sondern und hast Spaß gehabt oder wie geht's da? Nicht gleich und wie viele Schläge waren es, sondern nenn mir eine Zahl, weil du hast teilweise Kinder, die kommen vom Platz, dann stehen die Eltern so aufgereiht daneben und die äußern einmal nur eine Zahl, Kreuz da kommt gleich 76 oder 4 über und du stehst daneben und denkst, da schön, das, aber... Das ist der Kind und nicht eine Maschine, ja. Und das sind so Sachen, wo wir schon im Training, weil diese Neugier geht einfach verloren. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, traust du dich nicht mehr neugierig zu sein, weil dann klammerst du dich nur an das, was du noch so halbwegs kannst, aber auch nicht an mehr, ja, weil es dich nicht traust, einmal blöd auszuschauen dabei. Ja. Also das heißt bei Erwachsenen sehr viel und bei den Kindern versuchen wir es halt schon, ich möchte auch mehr machen in Richtung Elterncoaching, weil das auch teilweise, sie sind halt auch bei den Turnieren mit den Eltern unterwegs und so, das geht halt auch manchmal ein bisschen in die Hose. Sie meinen sehr gut, also die Intention ist ja wirklich eine gute, aber sie müssen einfach merken, also wenn jemand dahinter steht, hinterm Kind und die Arme verschränkt hat und den Kopf schüttelt beim Aufwärmen, mich würde interessieren, wie es dem Elternteil geht, wenn ich das mache vor seinem Turnier. Ist wahrscheinlich nicht so, dass er sich gerade sonderlich wohlfühlt und sich denkt, ich hab, Ich hab's im Handball einmal rausgeschmissen. Aber nicht beim Training, sondern beim Spiel. Ich hab gesagt, Freunde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder normal oder so wie ihr es macht, wenn ihr es so macht, habt ihr die Halle zu verlassen, wenn ich sie betrete. Du bist doch mal böse. Ja, da wäre ich jetzt. Ich arbeite die ganze Woche, damit es funktioniert und dann kommt ihr und zerstört in 5 Minuten alles. Mit einem blöden Blick, mit einem Ding, mit blöden Sagen. Ja, zerstört alles. Wofür wir ganze Wochen Kacke haben, so geht es, akzeptieren einfach nicht. Für mich nicht, was meine Arbeit ist, und auch für die Arbeit von den Kindern. Ja, so geht es mir auch. Und darum habe ich jetzt versucht, ich den Weg zu gehen, über den Winter vor allem, dass ich sie dann mehr schule, weil ich weiß von mir selber, so wie ich das erste Mal bei der EM mit war, zum Beispiel Team EM mit den Girls, unsere Mentaltrainerin ein, zweimal so zu mir, ja, bitte gehst du mal ein Stück weg und beruhigst dich einmal kurz, weil das da, so kann man ja nicht daneben stehen. Ja, weil du musst einfach lernen. Ein super Beispiel, der Patti Johansson, der ehemalige österreichische Handball-Teamchef, war auf einem Seminar und der hat selber eben auch einen Mentalcoach gehabt, der ist in Island gesessen. Das ist nur hin und wieder am Fernsehen und am Video angeschaut und der Patti hat gehabt, die haben sehr einen Anker ausgemacht und der hat einfach beim kleinen Finger die Strafen rundherum geklebt gehabt. Ja? Und das war so der Anker, den sie sich ausgemacht haben und weil der Patti gemerkt hat, irgendwas, er reagiert irgendwie, was nicht gut ist, hat er immer den Tippstreifen, also hat den Grimm und das war der Anker für ihn, hey, das hat ja mein Coach gesagt, reißt die wieder zusammen. Und der hat jahrelang, und du hast das im Fernsehen nicht gesehen, weil dann habe ich drauf geschaut, ja, hat er eben seinen Ring, also seinen Tippstreifen gehabt und wenn ihn, hat er an dem Grimm oder hat den angeschaut und auf einmal war er anders. Und das finde ich lässig, ja. Weiß keiner, aber der erzählt es. Das. Das ist wieder ein ganz anderes Ding, das ist halt ein Isländer, die sind da auch viel offener, ja, in dieser Hinsicht, der erzählt das. Nein, Österreicher würde das nie erzählen. Der würde sagen, ja, da habe ich mal die Gelenkskapsel, wenn du sagst, warum hast du Tape immer, ja, da wird die Gelenkskapsel verletzt. Und der wird nie zugeben, dass er jemanden hat, der ihm hilft, damit er in der Situation besser damit umgehen kann. Ja, aber es ist wichtig und darum gehe ich bei den Eltern in die Richtung, weil ich gesehen habe, also die Shirin war halt das für mich quasi, die mich gecoacht hat über 4, 5 Jahre, weil die Eltern einfach nicht verstehen, dass zu dem, wie du vor allem, dass du weißt, wann du nichts sagst, wann du den Mund haltest, das ist im Grunde das Wichtigste. Also ich kann mich erinnern, wir waren bei einer Team-EM und da habe ich das wirklich gelernt, weil da stehst du beim Aufwärmen und eine Spielerin von mir hat am ersten Tag wirklich gut gespielt und am zweiten Tag beim Aufwärmen war nicht so besonders. Und ich stehe so und du siehst halt ein paar Dinge so an der Bewegung, am Hinstellen und denkst so, also, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich wirklich 5 Minuten mit mir so diskutiert, intern. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gestern hat es gut gespielt, weißt du was, halt den Mund, lass das spielen, wenn irgendwas ist, kannst du am Platz eh noch was sagen, ja. Und sie geht raus und spielt an dem Tag Platzrekord. Ja, spielt sie munter, spielt Platzrekord, das ganze Team sich vorgeschossen auf den zweiten Platz und ich stehe nachher und denke mir so, hätte ich was gesagt? Gott sei Dank habe ich nichts gesagt. Genau, Gott sei Dank habe ich den Mund gehalten, weil bist narrisch, wenn ich da was gesagt hätte, das hätte komplett nach hinten losgehen können. Und das sind so Sachen,
klar, es war jetzt nicht Lehrbuch, es war nicht perfekt. Ich habe auch in dem Moment nur zu ihr gesagt, weil sie hat halt immer auf so eine Tafel geschossen, war immer frustrierter, weil die Murmel überall hingegangen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich hier aus zwei Tafeln so einen Korridor gebaut. Der war elendsweit auseinander, aber sie hat halt ein richtig gutes Gefühl gehabt, weil sie hat jeden von den Dingern da reingeschossen und ist aufs erste Loch gegangen und war happy. Ja. Weil nach der neun, also nach der Halbzeit quasi, wenn du dann weitergehst auf die zweite Platzhälfte und sie hat mir dann so gedeutet, so mit die fünf Finger so runter und ich habe zuerst gar nicht verstanden, was von mir will, ja, weil so also überhaupt noch nie gesehen, weil normal siehst du einen Finger, das heißt so, ich bin eins unter Paar zum Beispiel, ja. Und die ganze Zeit so gemacht und dann ist die Schirin hinten, fünf unter. Also das ist auf neun Löcher sensationell, ja. Okay. Und die hat so geil gespielt und hat so viel Selbstvertrauen gehabt. Und darum möchte ich einfach den Eltern lernen, also gar nicht ihnen sagen, dass das blöd ist, was tun, sondern versuchen ihnen zu lernen, ja auch für den Alltag, wenn es um Schule geht, um Freunde geht, um Verhalten geht, dass sie einfach lernen, da auch mehr Hilfsmittel zu haben, zu wissen, wann sage ich was, wie sage ich etwas. Aber das ist halt auch diese Offenheit, die man haben muss, wenn ich sage, jetzt, wie ich vorher gesagt habe, ich schaue mir diese Doku an, ja, Pep Guardiola, und da kann ich sagen, okay, Mensch, das ist das, weil die haben so viel Geld und der Scheich und die kaufen sich alle, die sie wollen und. Aber in letzter Konsequenz geht es, wie geht der mit seinem Staff und mit seinem Team und mit seiner Mannschaft um? Weil sonst kann gar nicht. So. Und da kann ich sagen, ja, das ist ein Trottel oder nicht. Auch wurscht. Ja? Sondern da geht es darum, zu schauen, in welchen Situationen agiert oder reagiert der wie als Coach. Und wie redet er mit der Mannschaft und wie redet er mit seinen Mitarbeitern? Wie redet er mit den Mitarbeitern über die Mannschaft? Wie geht er mit der Köchin, mit der Putzfrau? Und das ist eine Situation, wo man sagt, ja, die geht gar nicht, alle Prepo. Aber wie die mit den Leuten umgehen, was ganz genau wissen, die brauche ich, sonst funktioniert es nicht. Ja? Und dann kannst du, denke ich, ganz, ganz viel rausholen. Einfach, wie gehen andere Menschen in so Drucksituationen oder in schwierigen Situationen einfach damit um. Ja? Und nicht so, ja, was interessiert. Nein, schau tiefer rein, warum handeln die wie und was kann ich mitnehmen. Und das finde ich immer spannend. Ja? Und da gibt es halt die verschiedensten Ansätze und verschiedensten Handlungsweisen, die teilweise zum Erfolg führen, aber teilweise auch nicht. Ja? Und das ist für mich immer so spannend, da auch über den Tellerrand hinwegzuschauen. Also, wie gehen die mit manchen Situationen um? Ja, vor allem, wie du sagst, das sind die kleinen Dinge. Ja. Ja, wir hatten das bei Camps und bei allem auch, natürlich, weil du mit Jugendlichen unterwegs bist. Einfach, dass du dich respektvoll einem Kellner gegenüber verhältst oder der Putzfrau im Hotel gegenüber verhältst, weil ich habe mal zu einem gesagt, wie sollst du dich dem Teamkollegen oder dem Coach gegenüber respektvoll verhalten, wenn du es nicht schaffst, um beim Kellner Danke zu sagen. Ja. Ja? Das sind so kleine Dinge, wo du, finde ich, auch als Coach das vorlebst und eine Kultur schaffst oder eben nicht. Okay. Ja? Weil das Geld ist immer, also beim Golf ja auch immer, auch wenn du andere Nationen anschaust, da wird immer das Geld und die anderen haben Millionen. Du siehst kleine Länder, die super Erfolge bringen und wirklich gut spielen, auch bei Team-EMs und Einzelbewerben. Es geht halt, das ist halt im Golf, nicht, weil es an den Golfplatz gebunden ist. Ja. Aber das Beispiel Island durch diese, ich meine, wenn du denkst, wie klein das Land im Negativen ist und in welchen Sportarten die Weltklasse sind. Okay. Ja. Und dort sind alle Sportstätten offen. 24/7 das ganze Jahr. Und wenn wir jetzt mit dem Podcast fertig sind und sagen, Scheiße, jetzt hätten wir Lust, spielen wir nur eine Körperpartie, müssen wir schon haben wir ein Problem. In Island ging halt mal die Volksschule, die hätten schauen, ob frei ist, und wenn nur drei andere sagen, hey Lern, spielen wir zu sechs? Und ich sage, ja, und dann spielen wir eine Stunde. Dann packen wir da zusammen und gehen wieder heim. Dann gespielt. Und das ist alles offen. Bei uns ist in den Sommermonaten jede Schule geschlossen. Ja? 9 Wochen zu, kein Turnsaal, kein Sportplatz, kein nix zu. Ja? Und wenn wir als Kinder trainieren, und auch wenn es nur da Hopsi Hopper Kinderturnkurs ist, ja, der hat im Sommer keine Möglichkeit, weil er keinen Raum hat. Wie gehen wir damit um? Ja?
da zählt der Hallenwart und die Putzfrau mehr als die Kinder. Dabei finanzieren wir das, damit es da ist, damit es genutzt wird. Und es steht aber die meiste Zeit leer. So gehen wir damit um. Aber es ist in Island auch beim Golf so, dass du die Plätze eigentlich viele Plätze sind gebaut von den Gemeinden. Und auch gesponsert von den Gemeinden. Also die bekommen Zuschüsse von den Gemeinden. Da wird auch recycelt und da wird auch in der eben dieses Team, diese Teamarbeit funktioniert. Ja. Weil zum Beispiel war ich einmal auf einem Platz dort und die haben für die Wege zwischendurch gebraucht so einen Kunstrasen. Den haben sie dann von der Gemeinde bekommen, gratis. Von den Fußballplätzen, wie die, die ihn erneuert haben, haben sie den alten Kunstrasen bekommen. Also da wird wirklich kreuz und quer gearbeitet. Aber die Frage, aber warum? Die Frage ist warum? Aber ich denke, weil die einfach teilweise so isoliert sind und so eingeschränkte Möglichkeiten haben, müssen die einfach besser arbeiten als die, wo es alles so locker ist. Weil die müssen, da ist. Man schätzt die Dinge. Das ganze Jahr schier, finster, was weiß ich, wenig Leute, raues Klima und. Und damit du dort überleben kannst, musst du kooperieren. Ja. Bei uns will keiner kooperieren, das ist ja alles super. Es ist ja eh alles da, wir brauchen nicht kooperieren. Warum soll ich mit dir kooperieren? Was habe ich davon? Was hast du davon? Ja, ich weiß jetzt mehr. Und du vielleicht auch, ja. Und, aber sonst ist das halt bei uns so. Das macht mich irgendwann ein bisschen traurig eigentlich. Ja. Es ist auch immer der Status quo. Also wie du gesagt hast, das haben wir jetzt die letzten 40 Jahre so gemacht und jetzt machen wir es weiter so, weil das kann man jetzt nicht anders machen. Weil du siehst das lustigerweise, jetzt ist so eine Phase momentan, wo bei den Profitouren in Amerika kommen Spieler raus, da verdreht es jedem, der ein Lehrbuch schon einmal gesehen hat, die Augen. Weil da fängst du wirklich einmal zum Tiefdurchatmen an. Also jetzt hat letzte Woche einer gewonnen, das ist der Matthew Wolf. Unkonventioneller geht's nicht, ja. Der schlägt einen geilen Golfball und hat nach dem vierten Start sein erstes Profiturnier gewonnen. Ja. Also Nerven aus Stahl, vertraut seiner Bewegung und seine Bewegung passt auch zu seinem Körper, weil es ist nicht so, dass er irgendwas macht, was irgendwann mal in den 70ern im Lehrbuch gestanden ist, was, so wie du vorher gesagt hast, Tiger Woods macht oder der macht, aber er halt nicht. Und du siehst jetzt so viele, die rauskommen, die halt, wo der Status quo nicht so ist, sondern die machen halt ihr Ding und das richtig erfolgreich. Und ich meine, der ist 20 Jahre alt, ja. Also. Ja. Ja. Aber die hätten wir bei uns, fast keine Chance. Der nicht, sicher nicht. Also den hätte schon irgendeiner auf Lehrbuch hinbogen. Beziehungsweise sein Trainer auch nicht, weil sein Trainer ist sensationell. Der unterrichtet auf einer Public Range in Amerika auf einer Matte. Und wenn du Videos von ihm schaust, steht er dann dort in der Short und in den Flipflops. Ja. Einfach geil. Ja, also als richtig geil. So als Beispiel, ich habe es ja schon gesagt, da hat es jetzt im Frühjahr vom Red Bulletin so ein Sonderheft gegeben, das der Marcel Hirscher selbst gestaltet hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mhm. Der geilste Artikel für mich war das Interview mit seinem Vater. Ja. Ja? Und was der erzählt hat. Und der, da stößt mir Haar auf. Ja? Der hat ihn gemacht. Weil, als Beispiel gesagt, der Bub ist halt so gefahren und damals war die Grundtechnik Mario-Math-mäßig, Pranger-mäßig relativ breit, relativ ohaxert. Der Bub fährt auf einen Trainingskurs, kommt heim, fährt ohaxert breit. Der Pferl bringt er wieder zusammen, sagt er wieder, nein, du schmaler, fährt schmaler. Geht fährt wieder breit, wieder zurück. Der Bus sagt immer, wisst ihr was, ihr könnt mir mal einmal schlecken. Seid ihr deppert, die sagen das, der Vater sagt das. Der Vater redet mit dem Trainer, sagt, die sagen, ja, das ist der Status quo der Technik heutzutage. Und der Fernseher sagt, ey, habt ihr euch angeschaut, wie groß und wie breit der Pranger und der Matt sind, wie breite Becken die haben, wie groß und so. Und habt ihr euch meinen Burm angeschaut, der ist so klar und so dünn. Passt diese Technik zu meinem Burm? Nein, haben sie ihn schmal fahren lassen, was ist aus dem schmal fahrenden Burm? Der Beste der Welt. Aber es war der Vater. Da war kein Trainer und hat gesagt, hey, schau mal, welche Technik passt zu Burm. Ein Leitbild, über dieses Format, mit dem sind wir erfolgreich. Für mich kann er nicht mit einem Leitbild, wer jetzt erfolgreich ist,
die, die 10 Jahre jünger sind, trainieren, weil in 10 Jahren ist ja alles anders. Ich kann ja nicht nach dem gehen. Der Ski ändert sich, der was weiß ich, die machen wieder Regeländerungen, wie auch immer. Und das war für mich das Faszinierende, dass einfach der Vater so viel Hirn gehabt hat und so weit gedacht hat, ohne diesen Druck auszuüben, ja, dass das so funktioniert hat. Und das war das, und da kann der Konditionstrainer reden, was er will, und dann kann der in Wirklichkeit gehört den Vater hören. Und das ist für mich so zum Beispiel faszinierend. Ja. Der hat sich was überlegt. Wie dann so, wenn es im Fernsehen, ja, der Fernsehen steht halt dort. Ja. Nein, der braucht nicht viel reden, der weiß, um was geht. Ja. Und das ist für mich so, das ist so eine Vorbildwirkung, sage ich mal, das ist Coaching. Das ist Entwicklung von einem Menschen, der mal wichtig ist. Und mir ist jeder Mensch, den ich betreue, wichtig. Da muss ich schauen, was ist für den das Beste und nicht, was steht im Lehrbuch oder wie auch immer. Ja, es ist auch oft, wie du sagst, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil die Eltern mischen sich dann halt auch ein, ja. Weil halt dieser Status quo ist, dass die Coaches halt auch oft nur diesen einen Faden drüber legen. Und das war von Anfang an, das ist sicher bei mir mitunter die Neugier bei der Weiterbildung als Trainer, dass ich nicht möchte, dass ich, also wenn ich stehe und 5 meiner Spieler stehen nebeneinander und schlagen Bälle, würden die alle gleich ausschauen, glaube ich würde sofort aufhören zu unterrichten. Mhm. Ja. Also das wäre für mich das Schlimmste, weil es gibt oft so, dass du sagst, der ist bei dem und der ist bei dem, wo ich mir jedes Mal denke, also wenn das einer über mich sagt, ich weiß nicht, ob ich damit gut umgehen könnte, ja. Also zumindest würde ich einmal alles hinterfragen, was ich gemacht habe, weil selbst wenn ich 2 habe, die komplett gleich ausschauen, auch vom Körperbau, ja, du hast einen, der schwingt vielleicht ganz langsam und einen, der schwingt richtig schnell, weil der Typus ganz ein anderer ist. Ja. Wie du sagst, das ist, wie wir vorher gesagt haben, mit dem, welchem Zugang, welcher Mensch, ja. Wenn zu mir das erste Mal kommt, ich frage dann oft, oder sie, was machst du beruflich? Und hast einfach so 2 Tendenzen, ja. Eher der Kreative oder eher der Zahlen. Wissenschaftliche Zahlen. Ja. Ich bin Controller, okay. Ja. Oder ich bin Künstler oder was weiß ich. Ja. Und das ist für mich schon mal der Hinweis, wie versuche ich demjenigen etwas zu erklären. Dem einen muss das auch über die Gefühlsebene erklären, muss das spüren. Der andere kann mit Spüren nichts anfangen. Ja, der muss die Biomechanik aufzeichnen und sagen, wenn du da, dann passiert das. Das verstehe ich. Ja? Und dann machen sie es. Ja? Und die können auch gleich ausschauen und gleich alt sein und gleich groß und gleich schwer, haben aber einen ganz anderen Zugang und haben ganz andere Kanäle, wo sie die Information brauchen. Hm. Und das kannst du ja dann mal rausfiltern, schön im Gespräch. Ja? Und dann kannst du ganz anders vorgehen und dann agieren sie auch anders. Ja? Und das ist so, wie du sagst, der eine halt so und der andere schlägt schnell, der andere schlägt langsam. Ne? Vor allem, es ist halt ein Aufbau, weil so wie du vorher gesagt hast, mit der Arbeit mit Kindern, für mich das Schönste daran ist eigentlich, dass du so viel Zeit hast. Mhm. Also ich habe jetzt ein Mädel, die ist 12, die ist in ihrer Altersklasse mittlerweile 6. in Europa. Die trainiert wirklich brav und die habe ich seit sie 5 Jahre alt ist. Und die ersten 4 Jahre, da ist halt einmal kein Ball geflogen. Ja? Das war ihr egal, mir egal, weil da wir haben gewusst, was wir aufbauen wollen und Fähigkeiten aufbauen, nicht nur stur irgendwelche Positionen. Und dann auf einmal hat der Ball angefangen zu fliegen, dann hat sich das entwickelt. Aber es ist immer noch so, dass wir wissen, jetzt ist sie 12, ja? Wir haben noch so viel Zeit. Also da geht es jetzt auch nicht darum, wie du gesagt hast, dass ich vielleicht auch als Trainer dauernd etwas mache, was mich jetzt gut ausschauen lässt, was im Moment funktioniert, sondern dass ich auch vielleicht einmal was reinarbeite, wo es vielleicht einmal ein kleines Tief gibt, weil ich weiß, langfristig hilft ihr das als Spieler auch. Ich sage mal, die Tiefs können ja dazu, das sind ja wirklich nur wieder neue Anstöße, das sind wieder was Neues. Das sind ja dann wieder die Ansichten von denen, die keine Ahnung haben. Ja. Also das Problem ist, wenn das die Eltern sind, ja. Weil die glauben, das ist halt eine stetige oder sogar eine Exponentialfunktion, aber dass es bergauf geht, aber auf dem Weg halt extrem viele Wellen und Täler und Gipfel gibt und dass nicht jede Welle gleich ist, sondern einmal geht es viel weiter runter, dann geht es wieder nicht so weit runter, ja. Dass das einfach so ist, das ist halt schwer zu akzeptieren, ja, wenn es dir dann nicht mehr so runtergesetzt ist.
Naja, nein, Komfort. Nein, für die meisten Leute ist es so. Ich orte es als Unwissenheit. Auch. Ich glaube, es ist auch bei uns Trainern so, dass wir da genauso Angst haben vor dem Versagen in dem Sinn. Ja, also auch die Neugier manchmal hinten anstellen, etwas zu probieren. Weil du, wie gesagt, ich kann etwas fixen kurzfristig, wo ich weiß, das funktioniert jetzt in der Sekunde. Dann schaue ich als Trainer super aus, wenn das Ergebnis beim Turnier passt. Oder ich kann sagen, ich mache den längeren Weg, wo vielleicht halt ein paar Ergebnisse für die Fisch sind. Frage, ja. Die Frage ist halt, ob man das als Trainer oder Coach von uns her so machen, wenn wir gut dastehen wollen, oder und wenn wir wirtschaftlich davon abhängig sind und wenn die anderen so viel so denken, dann musst du manchmal was zeigen oder zeigen lassen, damit das Vertrauen von außen da ist oft. Na, ich meine es auch gar nicht so ums Ego selber, ja, sondern es hängt schon zusammen mit dem Finanziellen, aber genauso wie ein Spieler oder ein Mensch Angst hat, bei irgendwas blöd dazustehen oder irgendwas einmal falsch zu machen, weil wir halt doch sehr sozial sind. Ja. Heißt, wir sind immer von diesem Ansehen, das wir in der Gruppe haben, natürlich auch wenn unbewusst abhängig. Mhm. Und auch natürlich als Coaches, dass wir dann manchmal den sichereren Weg einschlagen, weil du kannst ja auch, bei mir, ich kann technisch auch eine Sache in 5, 6 verschiedenen Arten ändern. Ja. Und eine ist halt vielleicht langfristiger als die andere. Ja. Und was ich dann wähle, also wie gesagt, auch wenn du mit Teams arbeitest, zum Beispiel, wir haben EMs gehabt, wo wir super waren, wo wir bei der Team EM eine Bronzemedaille geholt haben. Und wir haben EMs gehabt, wo wir katastrophal waren. Und das ist auch als Trainer, wenn du nachher reflektierst, eigentlich dann, dass du dich von diesem Druck hast ein bisschen anstecken lassen, ja, dann, wenn es nicht rennt. Ja. Ja. Dass du auch eben gleich und deine Position als Trainer hinterfragt wird und Ding. Anstatt dass das alles auf die Seite räumst und deine Entscheidungen triffst und dann im Nachhinein sagst, okay, stehe ich dazu oder stehe ich nicht dazu. Ja. Weil für mich ist es immer so ein in diesem Fall so, dass das Beispiel, wie der Präsident mit dem Team umgegangen ist. Ja. Ich meine, das ist eine Konstellation, die hast du vielleicht als Trainer einmal in dein Leben, wenn du Glück hast. Aber den Mut zu haben, den 12-, 13-Jährigen so umzustellen, wo alle sagen, jetzt ist er gestern Volltrottel, weil der war Nummer 1 in Österreich und dann ist er irgendwo und hat die Bälle quasi über den Zaun geschossen. Ja. Die haben halt den Mut gehabt, das durchzuziehen, und der Herr Presnik mit seiner vielleicht im angeborenen Präpotenz hat das halt durchgedruckt. So. Ich meine, das ist positiv, weil man wurscht, machen wir, aber ich bin fest davon, ja, der ist halt Nummer 4 der Welt geworden. Ja. Und wo waren alle anderen, die in der Zwischenzeit in Österreich Nummer 1 waren, in der U12, 13, 14, 15, die sind jetzt wahrscheinlich Dennis Lehrer in Trebstrü, ja, und nicht Nummer 4 der Welt. Ja. Aber das durchzuziehen über Jahre, also das hat schon mal absolute Anerkennung und Wertschätzung, weil das dadurch funktioniert hat. Ja, Nachhaltigkeit. Und das ist, wenn ich in so Situationen bin, denke ich an das. Ich meine, hey, der hat auch die Cojones gehabt und hat das einfach durchgezogen. Hm. Weil er dem vertraut hat, was er aus seiner macht. Ja. Egal, was alle anderen sagen. Ja. Stößt du mit deiner Art und mit deiner Herangehensweise, die wir definitiv super leibend finden, aber eben eigentlich nicht zu dem generellen Konsens in Österreich machst oder allgemein in Europa, stößt du viel auf Konter unter quasi Coach-Kollegen oder eben bei Ausbildungen etc., wo du halt sagst, hey, ich glaube eigentlich, man sollte den Leuten halt ein bisschen an Freiraum geben oder mal das Buch beiseiten lassen? Schon eher, ja. Also es ist sicher dann auch mitunter ein Grund gewesen, warum ich beim Verband aufgehört habe. Okay. Also, weil ich einfach dann irgendwann der Überzeugung war, ich habe meine Überzeugung, meine Philosophie und es ist nicht kongruent damit. Und bevor ich da jetzt, nur dass ich mir das auf die Visitenkarte schreiben kann, bin Nationaltrainer. Also es muss für mich Sinn machen, die Arbeit. Also darum, ich wähle mir die auch viel mehr so aus, dass sie für mich Sinn macht, auch wenn ich mit Leuten arbeite. Ich hatte jetzt kürzlich einmal 2 Fälle, wo ich dann einfach gesagt habe, das ist mitten in der Stunde, das passt nicht, okay, lassen wir es. Ja, weil
es macht für mich keinen Sinn, was zu verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe oder wo ich auch nicht das Gefühl habe, das harmoniert. Ja. Weil so wie du, was du vorher gesagt hast, zum Beispiel auch in dem Fall, du hast als Trainer vielleicht, wenn du Glück hast, einmal so einen Fall, so einen Spieler. Ja, und das ist beim Golf das Gleiche, weil oft rennen sie Coaches die Bude ein, die zum Beispiel der Coach von McIlroy, ja, weil wie Rory McIlroy groß geworden ist, auf einmal sind alle zu seinem Trainer gegangen. Der war Profi und Trainer in einem kleinen Club am Rande von Belfast. Ja. Also da hat es zwischen denen einfach geklickt, das hat harmoniert, da ist was entstanden. Das sagt nicht, ob du jetzt, wenn du hingehst, zu dem auch gut wirst und nicht, vor allem nicht wie der Rory. Ja. Mhm. Also das ist dieses Menschliche einfach ganz entscheidend und ich stehe einfach mittlerweile viel mehr dazu. Ja, also ich habe auch lang gehadert mit der Entscheidung, wieder nur in den Club zu gehen. Mhm. Und es gibt sicher viele, die mich nicht mögen, aber damit kann ich eigentlich gut leben, muss ich sagen. Ja. Es ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch in einem Team, dass du nicht selber jeden magst. Ja, also das ist für mich auch wichtig, weil ich habe auch nicht, wenn ich wen nicht mag, sage ich es ihm auch. Aber ja. Dass du respektvoll umgehst, ist das eine. Ja. Aber du musst ja jetzt nicht dich unbedingt mögen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Und im Endeffekt unterm Strich geht es ja darum, dass du dich gut fühlst und du kein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendeinen Scheiß verkaufst, zu dem du nicht stehst. Und du musst ja mit dir selber aufgeraten sein. Also, und das ist, glaube ich, auch so ein Thema in Zwecks, wie du vorher gesagt hast, Zwecks Höflichkeit, Respekt gegenüber anderen Leuten, ob es jetzt der Kenner ist im Club oder was auch immer. Ich kann nicht erwarten, dass die anderen Leute mich akzeptieren und respektieren, wenn ich mit mir selber nicht einmal auf Grad bin und das entsprechend auch halt so nach außen trage. Also diese Selbstreflexion, glaube ich, die ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Sport, die vielleicht im Kindes-Jugendalter noch nicht so bewusst. Gerade da muss entwickelt werden und gerade da ist der Sport halt ein sehr gutes Instrument, es fürs Leben zu lernen. Es geht ja nicht immer darum, dass jemand Weltklasse-Golfer wird und vielleicht spielen manche dann irgendwann gar nicht mehr Golf. Ja. Aber die sollten was gelernt haben fürs Leben. Ja. Die sollten Respekt, Anerkennung, Interaktion in der Gruppe sind nicht immer als Wichtigsten und so weiter zu nehmen und zu lernen. Und das hilft halt das ganze Leben. Frustrationstoleranz, ja. Wie gehe ich um, wenn was nicht so ist? Und das ist halt heutzutage noch eine schlimmere Geschichte für die jungen Leute oder für die Kinder als es zu meiner Zeit war, ja, wo es das ganze Klump und diese Einflüsse von außen gar nicht so gegeben hat. Ja. Du, dieses Abschalten, also ich glaube auch, dass Golf ein bisschen rückläufig ist an sich, generell auch bei Erwachsenen, weil es ein Sport ist, wo du eigentlich offline bist. Mhm. Ja, du bist in der Natur, du bist, das Handy ist aus, gerade wenn du da Turnier spielst, ist auch, muss aus sein. Also du bist eigentlich offline, ja, und viele können mit diesem plötzlichen Langsamen und diesem Offline-Sein gar nicht umgehen. Ja. Ist bei den Kindern das Gleiche. Ja. Ja. Aber das ist sicher eine Möglichkeit des Sports. Und man sieht es ja jetzt in England und so, jetzt gibt es ja mittlerweile schon so Kampagnen in Schulen, dass sie auch anfangen, so Mindfulness-Training, Meditation, Selbstreflexion, solche Sachen, weil die einfach heutzutage richtig fehlt. Ja. Ich habe in meinen Kursen teilweise Lehrer und Lehrerinnen und teilweise mit Lehrern auch befreundet mittlerweile und dann machen sie, ja, das ist super, vor 4-5 Jahren haben wir so ein Projekt in der Schule und das da über Kreuzbewegungen und wie auch immer. Ja, und da haben wir das gemacht, das haben wir gemacht. Sag ich, und? Wir machen es nicht mehr. Sag ich, warum? Naja, das ist irgendwie eingeschlafen. Ja, warum ist eingeschlafen? Weil ist, glaube ich, wieder so ein gesellschaftliches Problem. Die Freude werden nicht gleich geerntet. Nein, es ist deshalb eingeschlafen, weil ja die Leute, die wir ausbilden zu Lehrern, die diese Kompetenz haben, ja heutzutage zu 50% was anderes machen, als diese Kompetenz auszuüben, weil die haben so viel administrative Sachen und so viel Zählen zum Ausfüllen und so viel an so viele Dinge zu denken und wieder an was Neues und wieder was Neues und es kommt wieder was dazu und es kommt nie was weg. Dass die so überfordert sind, dass sie einfach manche Dinge dann vergessen. Und dann rennt der auch nochmal im Notstrommodus und vergisst einfach das, weil es ursprünglich nicht das Wichtigste ist. Und es ist niemand, der sagt, hey, das ist das Wichtigste. Den Kindern muss gut gehen. Wenn es den Kindern gut geht, dann lernen sie auch gut. Und dann vergessen sie es. Hey, fang wieder an damit.
Weil es halt oft als Werkzeug gesehen wird und nicht als Lebenseinstellung, weil wenn du das als Coach vorlebst, also zum Beispiel meine haben am Anfang geglaubt, ich bin komplett Banane geworden, wie ich angefangen habe zu meditieren und dann auch mit ihnen so angefangen habe, Meditationsübungen zu machen. Mir war das herzlich egal. Ja. Die, die es machen, denen taugt es total. Die, die es nicht machen, machen es halt nicht. Ist auch in Ordnung. Ja. Aber sie sehen, dass ich es vorlebe und dass ich auch einen Bezug mir dazu erarbeitet habe. Und das ist auch etwas, was wir ins Training einbauen. Auch so Sachen wie Körperhaltung. Da gibt es recht geile Sachen von Amy Cuddy, wo die auch diesen TED-Talk gemacht hat. Mhm. Mit dem super Wonder Woman Posing, also wo du, oder Superman, wo du zwei Minuten so stehst, aber mit den Kindern gemacht, einfach nur so erzählt und dann kommt einer zwei Wochen später, oh cool, das habe ich bei der Schularbeit vorher gemacht, da bin ich aufs WC gegangen, dann bin ich zwei Minuten so gestanden, ich habe so eine gute Schularbeit geschrieben. Also denen Tools mitgeben, aber dass sie auch sehen oder so Sachen wie Yoga, ich mache das als Warm-up, ja. Auch da am Anfang haben sie geschaut, wie jetzt machen wir Yoga auf der Range. Was glaubst du, was der pur anhand dieses Beispiels, was er nur von dem für sein ganzes Leben gelernt hat, das kannst du gar nicht, das kann in der Situation gar nicht abschätzen, wenn der dieses Erfolgserlebnis hat, ich verstecke mich da am Klo und mache was, was sonst keiner macht, was soll ich sagen, ich habe einen vollkommenen Klamsch, ich ziehe das durch, ja, gehe zur Schularbeit, schreibe eine super Schularbeit, was der an Mut und Durchsetzungskraft das war gerade mal ein gesäter Samen. Also ja, aber was das für den vielleicht entwickelt hat, weiß man gar nicht. Ja. Aber das ist das, was ich mich beim Schulsystem manchmal frage, da ist es halt nicht dieses Samensehen, sondern da ist es halt zum Beispiel, wir machen jetzt ein Projekt, heißt 4 Wochen lang oder 6 Wochen lang müssen das alle machen. Und da ist halt mein Zugang, dass ich ihnen Sachen nahe bringe, Links zeige etc., wo sie sich damit beschäftigen und das dann probieren können oder nicht. Ja. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die baue ich einfach ins Training ein, so wie Yoga-Aufwärmübungen. Aber auch, ich mache ein paar Übungen im Training, dann haben sie so eine PDF, die sie verwenden können und es gibt mittlerweile genug aus der Mannschaft, die es verwenden, weil es ihnen taugt, weil sie merken, das bringt ihnen was. Es ist ja vollkommen, ist vollkommen wurscht, wie du es jetzt nennst, ob das Yoga ein Körper, seine Funktion. Und ich tue was, das den Körper seiner Funktion unterstützt. Ob das jetzt Yoga heißt oder Deaktivierung oder das. Die Leute wollen das immer einkategorisieren. Wenn ich was mache, machen wir Übung. Ja, das ist ja die Übung aus dem Yoga. Sag ich, kann sein, weiß ich nicht, ist mir wurscht. Ich weiß, was ich mit der Übung machen will. Ich weiß, was ich will, dass bei dir passiert mit der Übung. Ob die jetzt schieß mich tot von da ist und ob es das ist oder Preparation, Rehab oder Yoga oder, ist mir wurscht. Ich möchte, dass du das machst, damit dann bei dir das und das passiert. Die Funktionalität steht im Vordergrund und nicht der Weib und der Begriff oder was auch immer. Genau, aber das ist dann immer so, das kommt ja von da, wurscht. Ja, vor allem die hängen eh alle zusammen. Ja, ja, aber das spiegelt halt auch wieder die Gesellschaft ein bisschen vor, was gerade eben den Gesundheits- und Sportbereich etc. betrifft. Da wird halt in coolen Begriffen geredet, da geht es um irgendwelche coolen Sportarten, da gibt es nicht mehr dieses Gesamtbild. Wir machen jetzt nur das und das heißt so und die Diät heißt jetzt so und das ist so weit. Ist ja alles. Es versucht halt jeder, das in irgendeiner Form dann neu zu verpacken. Ja. Das auch. Ja. Dass es aber halt auch vermarktbar ist. Ja. Die Leute, die es konsumieren, sehen eben dieses Gesamtbild nicht mehr, sondern sehen immer nur diese einzelnen Pakete oder wie auch immer das definieren mag. Ja. Weil die hängen ja alle zusammen. Ich meine, allein wenn du nimmst, Yoga ist das gleiche wie meditieren. Ich kann aber auch an Zwiebel schneiden und dabei meditieren im Grunde. Ja. Wenn ich halt dabei nicht den Radio laufen habe, nicht den Fernseher laufen habe. Ich kann die Langhantel nehmen und 500 Kniebeugen machen, das ist auch Meditation. Ja. Ob ich jetzt 500 Mal den Sonnengruß mache oder 500 Kniebeugen, es ist wurscht. Mhm. Also von dem. Hauptsache du ziehst das Positive raus oder du kommst runter oder was auch immer. Für manche funktioniert das eben beim Krafttraining runterkommen, bei manchen funktioniert das beim Laufen runterkommen, bei manchen beim Golf, bei manchen funktioniert es gar nicht, weil es genau das Gegenteil auslöst. Ja, whatever. Also das ist immer wieder beim Thema Individualität auch wieder ein wichtiges Thema. Das Spannende ist für mich, abseits jetzt der Wissenschaft, wenn du es hergehst, im Training, Trainingsplan und das
Mikrozyklen, Makrozyklen, Jahresplanung, Ding und die Wochen und so und so und so. Ja. Wenn du dann hergehst und. Es geht immer um Verfestigen von Handlungsweisen. Und da gibt es viele, viele Beispiele, und es geht zurück auf ganz alte schamanische Schriften in Richtung des Yoga und so weiter. 21 Tage, jeden Tag etwas gemacht, hast du es gespeichert. Warum auch immer. Ja, die haben nicht gewusst, die haben nicht wissen, aber die haben es gemerkt. Die haben mehrere solche Zeitstufen, und die Krönung ist ein Jahr. Wenn du etwas jeden Tag, ein Jahr lang, jeden Tag bewusst machst, und ob es 3 Minuten, 5 Minuten, 7 Minuten sind, ist wurscht, ja, dann sitzt es dein Leben lang. So. Okay. Und wir wollen dann immer alles verwissenschaftlichen. Ja? Ich komme aus der Sportwissenschaft, und der Zyklus und der. Na, warum kann ich nicht einfach sagen, okay, 21 Tage, so, machen wir es einfach und schauen, was rauskommt. Ja? Es ist dann immer so festgefahren, ja? Beim Krafttraining, und Kraftausdauer und dann Hypertrophie und Ding. Gibt es Systeme, mach das einfach. Mach das, und es geht nicht nur um, wie viel Last bewege ich und wie viel Dings, und mach das. Und dann wirst du merken, dass es dir in deiner Sportart oder in deinem Leben einfach besser geht. Ja, von wie du sagst, du merkst dann etwas. Weil ich habe über den Winter zum Beispiel selber trainieren angefangen auch. Und ich habe mir halt einmal eine Basis, also für so Faule, mal so eine Basis aus 5 Übungen genommen. Und habe die halt wirklich auch 21 oder 2 Monate dann am Ende wirklich jeden Tag gemacht. Und dann habe ich wirklich gemerkt, es gab dann Übungen, wo ich von mir aus mehr machen wollte und auch gespürt habe, die tut mir gut, oder da brauche ich fast mehr, da möchte ich mehr dann machen mit der Zeit. Und dieses Reinhören können in den Körper, das ist einfach das, was fehlt. Aber dieses rituale Erarbeiten macht sich ja die Elektrobranche super zu nutzen, ja, weil jede App, die ist 21 Tage, wo du mal dumm klickst, da bleibst gleich noch mehr hängen am Handy. Und die App. Und das ist halt das Gleiche beim Fitness, finde ich auch, dass, egal ob es Fitness oder was immer du anfängst, dass du in einer kleinen Dosis anfängst und einfach mal machst. Ja. Ja, und nicht das Gleiche beim Golf, dass du einfach einmal was probierst, weil das ist so lustig, wenn du die Kinder hast auch, und er sagt immer, ja, und der Ball geht immer nach rechts, was ich machen soll. Also ich bin ja mal gestanden bei einer, und ich sage, wir schießen halt einmal nach links. Ne? Aha, okay. Sage ich, ja. Ganz einfach, weil kann ja nicht sein, dass ich 100 Mal einen Ball nach rechts schieße. Ja? Da lasse ich mir ja irgendwas einfallen dazu. Ja? Und schon schau mal, was passiert. Ist einmal links weggegangen. Ja, ja, und dann war es okay, die waren jetzt zu rechts, der war jetzt zu links. Jetzt muss ich irgendwo die Mitten von diesen beiden Techniken wählen und dann wieder irgendwann mal in die Mitten fliegen. Das ist ja genau dieses differenzielle Lernen. Eine Ausprägung, andere Ausprägung, und von den beiden Ausprägungen nähere ich mich der Mitte an. Du, aber dann hast, und das ist halt oft das, wenn du Kinder kriegst, die talentiert sind, ja, ich bin nicht so ein Fan von diesem Talentausdruck, aber die haben einfach viel mehr Bewegungserfahrung oder vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht, die anderen nicht gemacht haben auch, ja, und Zusammenhänge für sich erstellt. Ja, aber da bist du wieder bei dem Problem, dass ja wir, die ganz, ganz super gut und die sind, weil sie halt, warum auch immer, nur um jetzt wirklich leistungsorientiert sehr, sehr gut zu werden, zählt die Arbeit mehr als das Talent. Und die können aber oft nicht arbeiten, weil sie nie arbeiten mussten. Sie haben nie gelernt zu arbeiten. Der hat sich nie was arbeiten müssen. Und letztendlich, um wirklich ganz gut zu werden, musst du irgendwann arbeiten. Und die verlassen sich immer auf das. Und das geht gut bis 12, bis 13, bis 14. Ja, die anderen werden, weil die haben kackelt die letzten 5 Jahre, und dann ist und dann stehen sie irgendwann mal da und sagen, scheiße, ich habe nie gelernt zu arbeiten. Und es ist spät. Und wenn man denen sagt, beibringt zu arbeiten, dann funktioniert es. Und dann kommen die Leute und sagen, warum bringst du nicht bei arbeiten? Das funktioniert ja, ist so super. Genau. Ja, weil ich denke in 5 Jahren und nicht nur jetzt. Das ist. Weil der U10-Staatsmeister ist halt nett, aber den kannst du halt am Kühlschrank hängen. Genau, weil es wird jedes Jahr langfristig was machen willst. Jedes Jahr wird einer in der U12-Staatsmeister. Jedes Jahr. Was ist das wert?
Und ja, aber das ist, beim Golf ist das viel, dass die, die jetzt Nummer 1 der Welt sind oder in den Top 10 der Welt, die waren nirgends und die waren aber, mein Tiger ist immer Ausnahme, aber die haben bis 16 4-5 Sportarten gemacht teilweise. Ja, aber auf hohem Niveau, also jetzt nicht nur so, da war ich einmal in der Woche Tennis spielen mit dem Papa, sondern die haben verschiedene Sportarten gemacht und die haben sich auch nicht vor 16 auf eine Schiene pressen lassen. Das habe ich schon mal früher gesagt, so, aber das beobachtet bei den Crossfittern, ja, die Crossfit Games anschaust und alle die gut waren, kommen aus anderen Sportarten und waren da in ihren Ländern im Jugendbereich Klasse, Gewichtheber, Turner, die ärgsten Sachen, ja, was die mal in der Kernsportart waren, na klar können die dann was. Und da glaubt dann normal, naja, das kann ich auch, die machen auch alles. Nein, aber der ist im Gewichtheben gut in dem Bereich, weil der war Gewichtheber. Der kann die Technik, der ist. Warum kann die auf den Ringen so super? Die war Turnerin, ja, wenn eine Turnerin nicht auf den Ringen arbeiten kann, wer kann dann auf den Ringen arbeiten, ja? Und das ist halt immer, muss man schon den Blick drauf haben. Und dann auch dementsprechend wieder sagen, schaut Leute, die haben bis 16. Ja, und die haben es halt dann auch diese Geduld haben es von der Basis dann auf zu lernen. Weil, wie du sagst, wenn einer die Technik hat, ja, es ist ja immer so lustig, wenn du im Fitnessstudio schaust und die Leute mit wüstesten Bewegungen die Gewichte durch die Gegend stemmen, wo es eigentlich hingehen willst und ihm sagen, bitte gib das Gewicht weg und lerne einmal nur den Arm so bewegen, ohne dass die Schulter mit drauf geht. Ja. Und diese Dinge, aber wenn du jemandem jetzt sagst, er soll einmal so anfangen und lernen, den Arm bewegen, würde er sich denken, gut, er geht dann zu irgendeinem, der ihm gleicher Gewicht in die Hand gibt, weil er ist ja kein Kind, das kann er ja. Ne? Ist ja langweilig und nicht cool und schaut nicht gleich anders. Aber es ist halt Teil, und das Problem hast du halt beim Golf genauso, es gibt halt gewisse Bewegungen und gewisse Fähigkeiten, die sind halt nicht spektakulär, aber die gehören halt dazu, ja. Weil so wie du Mikro- und Makrozyklen hast, du hast ja beim Golf im Schwung so viele Makrobewegungen, die du siehst, die du bewegen kannst, also die du filmen kannst und analysieren kannst, du hast aber so viele Mikrobewegungen, die einfach Skills dann am Ende des Tages sind, ja, die dir so viel mehr bringen als irgendein stures Bewegungsmuster, was trainiert hast, ja. Weil das, was die Leute, das Erste, was die Leute sagen, wenn sie auf die Range kommen, ist, sie wollen Konstanz haben. Und im Endeffekt, wenn du einen Profi hernimmst, die Konstanz ist, dass er den Boden immer an der gleichen Stelle trifft. Mhm. Mit einer Abweichung vielleicht von einem Zentimeter. Auch wenn der Schwung, die Bewegung selber mal ein bisschen variiert, den Punkt da unten findet er auch an einem schlechten Tag. Und bei einem Amateur sind das halt vielleicht 10 cm Schwankungsbreite. Das schaut halt dann nicht mehr so edel aus. Wie komme ich dorthin? Genau, also im Verhältnis zum Ball, wo treffe ich den Boden? Vor und nach dem Ball. Und bei einem Profi ist es circa beim Ball, wie gesagt, 1 cm und bei einem Amateur ist es wahrscheinlich 5-6 cm davor und 4 danach. Mhm. Und oft macht er eigentlich eine Bewegung, die recht schick ausschaut und der Ball fliegt halt gar nicht. Ja? Und dann ist das Gefühl, ja, jetzt habe ich irgendwas ganz Furchtbares gemacht. Ich habe oft Leute, dann machst du ein Video und dann sagen sie, oh na, der war schlecht, machen wir noch eins. Und wenn du die zwei nebeneinander legst, da ist oft kaum ein Unterschied. Ja. Aber diese Mikrobewegungen und auch wo du den Boden triffst, macht halt sehr viel aus. Und Golf ist halt eine Sportart, wo du wenig Fehlerquote dir leisten kannst. Ja. Ja. Wenn der Schläger nicht dorthin zeigt, wo der Ball hingehen soll, wenn du nicht in der Mitte triffst, ist vorbei. Ja. Wie ist denn das generell vom, also du hast ja schon ein bisschen kurz angedeutet, was im Jugendbereich betrifft, eben Spaß an der Sache, ein bisschen kicken und ein bisschen herumspielen und keine Ahnung, viele verschiedene Bewegungen durchmachen. Wie ist generell so der Ansatz, der Fitness, der allgemeinen körperlichen Beschaffenheit, was jetzt Krafttraining zum Beispiel betrifft, Ausdauer etc. Ist das für euch eine wichtige Komponente oder für dich? Oder sagt ihr, im Endeffekt, was die Kinder dann draußen noch abseits machen, ist quasi ihr Backerl. Ihr schaut, dass allgemein das Golf halt funktioniert. Schickst du Leute bewusst, weiß nicht, zur, blöd gesagt jetzt zu einem Sportwissenschaftler oder eben ins Fitnessstudio, damit du sagst, hey, weiß nicht, du musst noch an deiner Gesamtkörperkomposition arbeiten? Ja,
Also ich versuche immer sehr holistisch zu arbeiten, vor allem mit den Kindern, ich meine mit Erwachsenen auch, aber vor allem mit den Kindern. In dem Sinn, wenn sie selber trainieren, stelle ich ihnen Übungen zur Verfügung, die sie machen können, einmal zum Reinschnuppern, wenn sie nicht mit einem Fitnesstrainer arbeiten. Einfach, dass wir sicherstellen auch, dass die Bewegung, also sie werden eingeschult drauf, dass sie lernen, worauf müssen sie achten und solche Dinge. Weil es gibt halt welche, die dann schon mit 16, 17 im Fitnessstudio stehen und einfach pumpen, ja, wo du dann Verletzungen hast. Was wir auch machen, viel mit Physio. Gerade im Wachstum haben wir oft Probleme, weil die halt so in die Höhe schießen und dann der Körper irgendwie steht. Auch durch Handys und solche Geschichten, also dieses dauernde nach unten schauen, dieses dauernde mit dem runden Rücken sitzen und so, da schauen wir schon sehr viel auch drauf. Und gibt auch Fitnesstrainer, wo ich sie hinempfehle, beziehungsweise wo sie sich wen suchen auch. Also da ist schon die Selbstverantwortung vom Spieler dann ab einem gewissen Alter auch wichtig. Aber sie sind also immer die Möglichkeit, dass ich ihnen Hilfestellung gebe, Fragen beantworte, wenn sie was brauchen auch. Ja. Und halt einmal so es gibt schon so Grundprogramme, die du verwenden kannst für Golf. Schnellkraft generell ist wichtig, Schnellkrafttraining. Die arbeiten schon sehr viel mit Gewicht noch auf der Tour. Das ist schon etwas, was über die Jahre jetzt sehr anders geworden ist. Also sehr viel auf Beweglichkeit und sehr viel auf Schnellkraft eigentlich. Ja, also das sind so, die heben schon ordentliche Gewichte auf der Tour auch. Und reicht das aus, unter Anführungszeichen, blöd gefragt jetzt, um quasi eine doch einseitige Bewegung eigentlich zu kompensieren? Oder gibt es wirklich, wo man sagt, weiß nicht, wenn du jetzt in die Richtung schlägst, dann machen wir jetzt spezielle Übungen, um bewegungsmotorisch in die andere Richtung zu gehen oder was? Also es gibt viele Übungen, gerade von Golfcoaches, die im Golfbereich arbeiten, die immer auf beiden Seiten sind und verstärkt dann auf der schwächeren Seite quasi auch. Also es geht schon darum, dass du es ausbalancierst. Und auch bei den Kids, viele haben einen Linkshandschläger, die Rechtshand spielen normal, dass sie einfach auch immer wieder Blöcke machen, wo sie in die andere Richtung sich bewegen. Okay. Ja. Was auch der Koordination wieder gut tut, wenn du das in die andere Richtung auch schlagen kannst. Grundsätzlich, wenn du jetzt ein Technikproblem hast und du fängst dann mit der falschen Seite, tust du auf der angestammten Seite auch leichter. Aber es ist generell. Um das Muster zu brechen, ja. Genau. Es ist generell, wenn du anfängst über Skills-Training, dann kann halt jemand auch eine Bewegung entwickeln, die seinem Körper mehr entspricht. Wenn du halt anfängst nur von dem von der Optik, wie es ausschaut und gewisse Positionen, dann bringst du ihn schneller mal gerade in einem Jugendlichen in einer Position, die für seinen Körper vielleicht und wenn du schwierig zu handeln ist. Und wenn du dann zum Beispiel Erwachsene hast, was weiß ich, kommt die Frau Huber und sagt so, ich möchte jetzt bitte Golf spielen lernen und du fängst da an und du siehst, das ist körperlicher Wahnsinn. Also das funktioniert nicht, weil die Hüfte passt nicht, weil wenn du nicht aus der Hüfte drehen kannst, ja, dann dreht das ein Kreuz, wenn es das, damit wir da weitermachen können, dann muss dein Körper funktionieren. Oder wie gehst du da vor? Sagst, da sollte man was tun, oder weil sonst kann ich dir Golf spielen bis zu einer bestimmten Grad beibringen. Nur wir keine Freiheit haben, weil du das Kreuz, wir haben Schulter, wir haben das, übers Golf spielen und du machst das Golf spielen, damit du was Gutes tust und etwas Schlechtes passiert dir. Hobbymäßig bist du in einem sehr guten Bereich, weil du viel herumfummeln kannst, dass es zum Körper passt und zu dem, was er machen kann, zu den Einschränkungen, die er hat, und trotzdem relativ gut funktioniert, sagen wir so. Im Leistungsbereich wäre das keine Option mehr, aber im Hobbybereich kannst du schon viel herumbauen, weil wenn einer nicht gut in die Hüfte reindrehen kann und schlechte Innenrotation hat, kannst du ihn zum Beispiel den Fuß heben lassen beim Ausholen, dann kann solche Dinge, also du kannst sehr viel kompensieren, weil ich habe auch viel, gerade Senioren, du hast ja oft nicht nur Einschränkungen, sondern auch Verletzungen und die sind halt fix, also da kannst nichts mehr dran ändern. Ja. Und ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, im Rollstuhl. Da bist halt an die Gegebenheiten gebunden und überlegst dir dann, okay, wie kannst du jetzt die Bewegung drumherum bauen quasi.
Ja, Leistungsbereich geht es nicht mehr, weil da muss eine gewisse Treffqualität her. Ja. Aber so, dass einer Spaß hat beim Spielen. Also ich hätte jetzt noch nie einen gehabt, wo ich sage, das wäre ein hoffnungsloser Fall. Ja. Ist, gefällt mir das ein, weil ich bei meiner Dame gehabt, die war im Winter da und hat Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, ja, Golf, okay. Und wir spielen aber viel und im Sommer dann zweimal, dreimal in der Woche und dann längere Dinge am Wochenende. Das schauen wir an und sage, ja, das, ja. Und dann sage ich, naja, aber wie schlägst du den Kopf? Also ich habe nur so vom geistigen Auge, wie schaut ungefähr ein Golfschlag aus und wo muss ich bewegen und wo muss ich stabil sein. Ich sage, naja, aber so wie du dich bewegst ohne Golf bei gewissen Übungen, kannst du nicht schlagen. Und wenn du schlägst, machst du so und dann hast du genau das Muster und dann hast du genau dort immer den höchsten Impact und dann hast du einfach nach 2 Stunden oder 10 Mal draufhauen, Kreuzweh. Sag ich, na, was sagt der Trainer? Der Pro, naja, ja, aber der sieht ja, dass du nicht drehst, sondern nur immer nach hinten ausweichst. Und wenn du nach hinten immer ausweichst, hast du immer im 5. Lendenwirbel immer den höchsten Druck. Und das schlagt immer, wie wenn der andere immer nicht drauf hat. Ja, das sind wir, aber der Schwung hat ja so zu sein. Genau. Und dann sage ich, was sagt der? Naja, es passt schon. Sag ich, na, wo schaut der hin? Ich verstehe nicht, wo der hinschaut. Weil entweder muss er den Schlag ändern, also du musst das anders machen, oder er muss sagen, geh trainieren, damit du die körperliche Kompetenz hast, den Schlag so zu machen. Aber sonst nicht kompatibel. Also was ich schon mache, zum Beispiel, wenn einer neu kommt, das ich mache, ist so ein von TPI an Level 1 Screen. Also dass ich einmal sehe, wo sind die beweglichen Teile, wo ist nicht beweglich. Mhm. Du siehst es mit der Zeit, jetzt mache ich es seit 8 Jahren, du siehst es mit der Zeit im Schwung auch. Du ahnst schon, was einer kann oder nicht. Mhm. Oder auch wenn er nur daherkommt mit, er mit der Tasche, mit dem Kübel. Siehst schon. Hast schon so eine Grundidee. Ja, aber ich mache den Level 1 Screen normalerweise, dass ich sehe einfach einmal, wo haben wir Einschränkungen. Ja. Und dann, wie gesagt, im Hobbybereich baust halt rundherum. Ja. Aber da musste ich halt auch wieder lösen von dem, so gehört's. Ich habe Spieler, ich habe schon Spieler, das gebe ich offen zu, da filmen brauchst du das jetzt nicht. Ja. Aber funktionieren tut's. Er schlägt einen guten Ball und der hat dann Spaß, wenn er am Platz geht. Und eigentlich mehr soll es nicht sein. Ja. Mhm. Und er kann aber den Schwung so machen, dass er nach 4 Stunden vom Platz kommt ohne Schmerzen und den Sport noch lange machen kann. Ja. Ob das jetzt optisch schön ausschaut oder nicht. Ne, das sind wir wieder, was wir ganz anfangen haben. Was ist das Ziel? Ja. Und ich bin wieder beim Danger. Keep the goal, be the goal. Ja? Lass das Ziel das Ziel bleiben. Und wenn du es definierst, dann bleibt es. Und wenn für den das ist, ich mag einmal in der Woche am Golfplatz gehen, 4 Stunden Runde machen, mit einer Frau, mit Freunden, mag mich wohlfühlen, schmerzfrei sein, mit denen vielleicht nur die da Challenge spielen. Und nachher im Café sitzen und ein Achtel Wein trinken und einen schönen Tag gehabt haben, ist es okay, wenn es das Ziel ist. Finde ich. Ja, dann muss ich aber auch als Trainer eben delivern können. Und das ist das, was ich bei den Jungen halt sehe. Die sind da ein bisschen flexibler in der Herangehensweise. Also da hast halt dann nicht den, ich meine, sicher fürs Geschäft wäre es wahrscheinlich andersrum besser, aber da hast dann halt nicht den, puh, da brauchen wir 20 Stunden, bis wir den Schwung auf Lehrbuch gebaut haben, sondern dann sagst halt, okay, machen wir halt 2-3 Stunden, dass wir es so hinbauen, dass du dann Spaß hast und fertig. Ja. Ist halt eine andere Zugehensweise. Ja, aber der kommt, ich denke, halt, der kommt wenn dann der eh ist, wieder, dann aber wieder. Was der am Anfang ist halt immer das diese Angst bei den Leuten, ein Ding. Ja. Die Leute sind dann eh happy, vor allem, weil wenn halt irgendwas ist, sie wissen, sie kommen und du kannst ihnen helfen. Ja, also es ist nicht so, dass sie jetzt wieder einen 10er-Block brauchen, dass man wieder irgendwas repariert, sondern... So 2-3 Kleinigkeiten und ein bisschen umstellen und probieren. Kinder ist halt wieder was anderes. Ja. Also vor allem, wenn einer leistungsmäßig spielen will, da ist halt die Basis dann schon ein bisschen strikter und alles. Und da ist halt auch... Da hast halt auch wenig, ich meine, es gibt schon viel Schwankungsbreiten, die du haben kannst, auch von der Bewegung. Also es gibt, wie gesagt, auch auf der Tour genug, die nicht schön sind, ja. Aber da wird halt schon intensiver reingearbeitet, auch mit dem Körper vor allem. Weil die Intensität, mit der sie dann halt stehen, ist schon, naja, geht nicht. Ja, aber sie brauchen halt dann einen anderen Körper, weil sie die Trainingsbelastung sonst nicht ausweiten können. Mhm. Beziehungsweise weil halt auch die Bewegung nicht geht, weil ich habe jetzt einen zum Beispiel, der ist 14, der ist irre gewachsen, tut sich wirklich schon beim Gehen und beim Stehen und bei allem Machen schwer, ja. Und wir haben so ein Problem mit der Art und Weise, wie er den Griff hält, ja. Und jetzt haben wir so eine Routine gemacht über Wochen,
Und du merkst einfach, wie irre schwer das ist, weil jedes Mal, wenn er mit der rechten Hand auf den Griff greifen will, macht er das nicht aus dem Unterarm, in dem der rotiert, sondern er macht das über die ganze Schulter und fällt eigentlich mit dem ganzen Oberkörper nach links, nur damit er den Schläger halten kann. Also das war für ihn jetzt eine 2-Wochen-Challenge, dass er gesessen ist zu Hause und einmal gelernt hat, wie er, ohne dass die Schulter irgendwas macht, den Unterarm rotiert. Ja. Und solche Sachen sind dann halt schon wichtig, weil das ist, betrifft ja seinen Alltag auch. Wenn der irgendwas nehmen will und jedes Mal nur so aus der Schulter arbeitet, ist sicher langfristig keine Idee. Abgesehen davon, dass er sich einfach mit allen Bewegungen schwer tut oder Sport, die er machen will. Weil er ist super motiviert, trainiert, brav, kämpft halt wirklich momentan damit, dass der Ball halbwegs am Platz bleibt. Weil er hat viel Länge gewonnen dadurch, dass er jetzt kräftig und groß ist. Aber halt null Kontrolle momentan über seine Bewegung. Nee, aber das ist normal. Aber da hilft es halt, wenn du ihnen dann über solche Dinge auch zeigst, warum es ist. Ja? Weil viele glauben halt dann gerade auch bei den Kindern, sie sind zu blöd zum Spielen. Der ist nicht blöd, zu blöd zum Spielen. Der hat nur keine Möglichkeit, momentan seinen Körper zu kontrollieren. Und das für eine Fehlerquote. Genau, aber da geht es halt wieder um Wissen. Und um Wissen zu vermitteln, weil wenn die Eltern sagen, warum ist der, das ist er, dann ist er noch in der Pubertät, fängt zum Spielen an, ein bisschen, Alter, der will nicht, der macht das. Nein, in einem Monat oder in 2 Monaten 20 cm mehr oder 10 cm mehr, der weiß gar nicht, wo seine Hand ist. Der weiß nicht, wo seine Hand ist. Ja, und das brauchen wir 3 Monate. Bis wir dem Körper wieder beigebracht haben, okay, da ist die Hand, weil das geht so weit weg und das ist da, aber das passt uns nicht. Ja. Wenn sie das dann begreifen, dann haben sie den Zugang zu dem Kind wieder und verstehen, warum, was, wie ist. Ja. Aber das, wie gesagt, ich denke noch, das ist so viel Unwissenheit, aus der dann so ein Blödsinn entsteht, ja. Und da können wir schon einwirken, indem man das versucht zu erklären, ja. Ja, es ist vor allem auch diese Frage, finde ich, für mich als Coach immer, warum etwas so ist, ja. Also, dass ich dem Spieler jetzt sage, das ist schlecht. Ich habe letztens mit einem diskutiert, weil dann hat er einen Ball geschlagen und der war ganz okay, also es war jetzt nichts Aufregendes, aber er war ganz okay. Und dann sage ich, gut gemacht. Und dann sagt er, was heißt gut gemacht? Sage ich, du, das war ja Katastrophe. Und dann sage ich, du hast Handicap 18, ja, wir müssen schon das Feedback anpassen auf dein Leistungsniveau. Ja. Wenn du jetzt dastehst mit Handicap 0 und mir den Ball schlagst, sage ich dir, der war schlecht. Mhm. Wenn du mir den mit Handicap 18 sagst, sage ich, der war ganz okay. Du hast versucht, das umzusetzen, was wir haben wollten, und es war ganz okay. Also auch gerade bei den Kindern ist wichtig, finde ich, dass sie immer verstehen, warum etwas ist oder warum etwas momentan gerade nicht funktioniert. Oder warum etwas generell nicht funktioniert, weil dass sie auch lernen, okay, da habe ich ein Manko, das möchte ich jetzt vielleicht verbessern. Ja. Und da ist halt schon von den Eltern oft dieses, ja, boah, der ist blöd zum Spielen, oder, also da höre ich Sachen teilweise. Ja, ich habe da ein ganz lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe vor 10, 12, 13 Jahren eine Damenhandballmannschaft trainiert, 3 Jahre lang, wo man durchaus erfolgreich. Aber hat eine sehr, manchmal sehr, sehr differenzielle Ansichten gegeben, wie man das Ganze macht. Ja? Gut, dann weg, von einem Tag auf den anderen bin ich quasi entfernt worden, weil das geht so nicht. 3 Jahre später hat mich der Präsident angerufen und gesagt, naja, ich brauche die wieder, so, sicher nicht, ja, ich kann da ein bisschen helfen und so, aber so nicht. Gut, haben wir wieder zusammengearbeitet, aber eher locker, nicht als Trainer und so weiter. Und von der Präsidenten eine Tochter hat damals auch gespielt und ein anderes Mädel. Die rufen mich jetzt an und sagen, du Erwin, wir haben jetzt die Möglichkeit, deine Mannschaft zu übernehmen im Leistungsbereich oder Kindermannschaft. Und wir müssen jetzt die Saison vorbereiten und die Saison, wie man hat, können wir uns treffen, kannst du uns bitte helfen? Kannst du uns was erklären? Und die vor 12 Jahren opponiert haben gegen meine Art und Weise, kommen spät zu mir und sagen, kannst du uns bitte helfen, weil wenn ich jetzt zurückblicke, war es gut. Im Moment null Verständnis dafür. Später dann, wenn sie selber in der Position stehen und was kommt auf mich zu, ja, sag,
ich bräuchte schon Hilfe und komme dann. Ja. Und das ist für mich auch faszinierend, wie sie sich einfach nur so den Leuten eine Chance geben, sich zu ändern. Ja. Also auch wenn sie, wenn sie. Auch wenn es 12 Jahre dauert. Ja, das. Ja, es ist halt auch dieses Verantwortung übernehmen, finde ich, auch für einen Spieler. Also ja, habe ich auch genug Fehler gemacht, dass ich Spielern die Verantwortung abgenommen habe, dass ich alles abgenommen habe und gemacht und dann habe und mittlerweile, also auch die 12-Jährige, die ich habe, die schreibt sich ihren Trainingsplan selber. Ja. Den schreibt es einmal, dann schickt es man, dann justiert man nach, aber geschrieben wird der mal selber, weil die soll nachdenken, sich überlegen, auch wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wie viel Zeit sollte ich in was investieren. Es geht ja auch darum, jemandem etwas mitzugeben, wie denkt man. Ja? Mit der Praktikantin, Tennisspielerin, wir diskutieren halt. So, dann sagt sie, naja, und mein Training jetzt und so, und wir machen die Ausdauer, Leistungsübung. Und da habe ich einen Burschen gehabt von einem Freund, der Sohn, der ist jetzt 14, macht Taekwondo, kampfmäßig, wettkampforientiert, wirklich mit Turniere im Ausland und. So, der macht eine Leistungsdiagnostik am Fahrrad, weil der Trainer sagt, am Fahrrad, weil die Kontospieler sollen nicht viel laufen, weil die den ganzen Tag springen. Mhm. Die haben eh solche Wadeln. Der hat halt eine Grundlage, die ist erbärmlich. So, und dann sage ich zu der Praktikantin, sage ich, schau, das sind seine Werte, das ist der Bub, das ist seine Sportart, zeige ein Video, so schaut diese Sportart aus. Wie würdest du das Ausdauerprogramm von ihm machen? Ja, und da würde ich intensive Intervalle und da will ich gehen, weil das bringt und so. Sag ich, ey, der trainiert 5 bis 6 Mal in der Woche Taekwondo. Glaubst du nicht, dass der genug intensiv trainiert? Naja, aber da, sag ich, ja, wann tut denn der rosten? Naja, wann rastet der? Jetzt möchtest du noch eine 7., 8., 9. intensive Einheit in der Woche drauflegen? Was passiert denn da mit dem? Naja, was willst du machen? Sag ich, du, Fettstoffwechsel ist bei dem bei 55 Watt. Ja? Da sitze ich 3 Mal in der Woche eine halbe Stunde aufs Rad bei 55 Watt, das ist ein Video schauen, das ist ein Buch lesen und das so mit 55 Watt locker pedalieren. Das war halt mein Ausdauertraining. Warum ist mein Ausdauertraining dann so anders? So, ich mache das nicht. Was machst du? Ja, die Ausdauer machen wir so, wir wollen da so Hit-Intervalle und so. Was heißt 2x10 mal 300 Meter? Warum 300 Meter? Naja, weil das. Sag ich, was willst du damit? Naja, ich Ausdauer. Sag ich, wie lang ist der Tennisplatz? Aha. Wie breit ist der Tennisplatz? Aha. Also, Ausdauer wäre für mich regenerativ. Spezifische Ausdauer, also spezifische Schnelligkeit, wäre angepasst an die Größe des Tennisplatzes, weil der Tennisplatz verändert sich nicht. Also das heißt, wie lange dauert maximal ein Ballwechsel? Naja, die ganz lange, maximal 1 Minute. Ich sage, okay, wie oft sprintest du dann wo und wie hin? Sage, da gibt es Statistiken, da kann man wie lange. Ja? Und das trainiere ich und das baue ich auf, wird kürzer und wird immer länger und noch so eine sportspezifische Schnelligkeit. Und sportspezifische Ausdauer über das und nicht über 300 Meter gerade rennen, weil das du rennst nie 300 Meter gerade in Berlin. Nie im Tennisplatz. Ja. Und das Entscheidende, was ich hier mitgeben wollte, ist es zu sagen, warum mache ich was und überlege, wo bin ich, wo will ich hin, was habe ich? Ich habe einen Tennisplatz. Warum muss ich 300 Meter gerade rennen auf einen Tennisplatz? Nie im Leben, nie. Die rennen im ganzen Spiel keine 300 Meter. Ja. Wäre auch, warum lasse er einen Golfer hochintensives Ausdauertraining machen? Er macht es nie, er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Weil er rennt nicht von Loch zu Loch in, weiß nicht, außer er macht Marathon-Golf oder wenn es sowas gibt, so Speed-Golf oder was er sieht, dann wird er damit Schläger in der Hand und schnell rennen können. Aber er braucht es nicht. Er braucht aber etwas, um seine Trainingsbelastung aushalten zu können. Um sein Krafttraining aushalten zu können und um sein Golfspiel aushalten zu können. Seine hunderten Schläge, was der vielleicht am Tag machen muss. Da braucht er was, von dem er wieder runterkommt, damit er am nächsten Tag wieder so schlagen kann. Und das zu verstehen, und das ist ja der Ansatz, wenn du sagst, das sind die Parameter, so funktioniert der Sport und kümmere dich einmal selbst darum. Und denk darüber nach. Und wenn du nachdenkst, dann schickt man das. Ja? Das Mal hat nie darüber nachgedacht, warum sie was macht.
Weil da hat immer wer gesagt, mach das. Ja, genau. Und ich sage, das ist der falsche Weg. Als Spieler, als Sport und als Mensch entwickelst du dich nur, weil du darüber nachdenkst, warum tue ich was und auf welche Basis. Nein, es ist vor allem auch als Trainer, finde ich, angenehm, weil ich habe, wie gesagt, zwei Spieler gehabt, wo ich alles gemacht habe und das ist wirklich katastrophal geendet für mich. Also es war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, nein, ich will nicht mehr, weil da hast du dann dauernd nur ein Video und warum das so ist und warum das so ist, aber auf einem Niveau, wo du wirklich annimmst, dass jemand zumindest einmal auf YouTube nachschauen kann oder sich irgendwas dazu überlegen, ja, der 10 Jahre spielt oder 15 Jahre und das auf hohem Niveau, ja. Wo ich mir einfach gedacht habe, na, ich weiß nicht, das will ich eigentlich nicht, weil ich so der Babysitter bin für irgendwen, der weder nachdenkt noch sonst was nach jedem Turnier, aber mir so einen Bericht schreibt, na. Und das Angenehme ist, seit ich die Einstellung habe, habe ich auch eigentlich, ziehe ich auch nur mehr Leute an, die so denken. Cool. Jetzt habe ich wirklich Leute, wo man, eine, die ich trainiere, die ist sensationell, die haben, da haben wir wirklich viel umgestellt, also einen großen technischen Change für jemanden, der lang spielt schon. So einmal in der Woche kommt vielleicht ein Video und passt so, ja super, danke. Und wenn es gut spielt, schickt es mir ein Foto vom Ergebnis, einfach um mir das zu zeigen. Wenn es schlecht spielt, höre ich gar nichts. Also es ist einfach, sowas ist angenehm. Und da soll aber, finde ich, die Verantwortung von einem Spieler auch bei den Kindern schon. Mhm. Weil das ist genau das, weil sonst ist immer der Coach verantwortlich. Ja. Ja, und das, ich kann meinen Teil verantworten, den ich mache, aber ich kann nicht zum Beispiel, wenn ich mit jemandem dauernd gesagt habe, er soll auf einem Loch eine gewisse Entscheidung treffen und er trifft dann erst wieder eine andere. Ich habe das nicht in der Hand, was der da 4 Stunden am Platz draußen macht. Ja. Das ist eins. Und muss auch bei ihm bleiben. Es ist auch das Gewinnen seins und das Verlieren ist natürlich auch seins. Ja. Wie bist du eigentlich zum Golfen gekommen? Ich glaube, die Frage haben wir noch nicht. Ah, ja. Ich bin der Golfschläger auf der Welt. Nein, sowas nicht. Mehr oder weniger zwangsweise, ja. Oh. Weil meine Eltern haben angefangen. Lustigerweise auch in Ebreisdorf. Mhm. Und es war halt ein bisschen eine andere Situation damals, weil in meinem Alter war wirklich keiner. Weil ich war 8 Jahre alt. Und bin dann mehr ein bisschen so genötigt worden halt, golfen zu gehen, weil sie halt golfen gehen wollten. Ich verstehe es ja, sie wollten halt Zeit verbringen, aber war nicht so meins. Und dann habe ich mit 12 aufgehört, weil ich lieber Dressurreiten ging. Ja, und dann war ich halt, weil meine Freunde waren alle reiten. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, nein, das mit dem Golf ist nicht so meins. Und dann im Studium habe ich wieder angefangen zu spielen. Aber da aus eigenen Willen heraus, oder? Ja, der Papa hat irgendwann mal gesagt, ja, er hat Geburtstag, jetzt gehen wir mal eine Runde. Ich gesagt, ja, in Gottes Namen gehen wir eine Runde. Und dann hat es mir aber total taugt. Okay. Und da habe ich gerade als Journalist gearbeitet auch, nebenher. Und haben mir gedacht, na, das ist nicht so meins. Und dann habe ich mir gedacht, ne, habe ich wieder zum Spielen angefangen und dann zwei Jahre später die Ausbildung. Philosophie und Journalismus. Also Publizistik, so der Klassiker. Ja, Klassiker. Ja. Haben aber taugt, weil es nicht so was, es hat mir diese allgemeine Sichtweise irgendwie sehr cool erhalten. Und das ist wieder so die Background-Story. Aber das haben wir wieder, aber das Philosophiestudium und du hast einen ganz anderen Ansatz zum Sport, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, Sportwissenschaft studiert hättest und jetzt. Also im Nachhinein denke ich mir, wäre sinnvoller gewesen, aber weißt du, wie das genau ist mit das der sinnvoller Sinnhaftigkeit. Aber weißt du, dass ich nach dem Studium, sicher im Studium was gelernt habe, aber nach dem Studium mit den Dingen, die mich interessiert haben und wo ich mich vertieft habe und mich gelesen habe und viel, viel mehr gelernt habe, als es effektiv im Studium. Mhm. Also, und da bin ich wieder beim Trainer, Conditioning Coach, den ich selbst schon getroffen habe, sage ich immer wieder, den Dan Shaun zum Beispiel, Amerikaner, der unglaublich arg unterwegs ist und der ist von der Grundprofession her Religionslehrer. Ja? Und der hat zum Beispiel auch so einen wöchentlichen Newsletter, wo er halt Sachen schreibt und wo er halt über Dinge, die er in Büchern gelesen hat oder die es im Netz gibt und so weiter. Und da ist was über Training, über Philosophie, über Religion, über Ernährung, über total breit drinnen. Ja? Und der sagt, er hat für den Sport viel, viel mehr gelernt, oft wenn er Religion unterrichtet hat, wie wenn er Sport unterrichtet hat. Ja? So, und dieser Ansatz ist halt,
finde ich lässig, wenn es das eben, wie du gesagt hast, holistischer, breiter, umfassender siehst und nicht nur so. Und die Sportwissenschaft, gerade bei uns in Europa, ist so, so, das ist, ja, das ist, genau, das ist alles. Und es geht darum, wie es das verknüpft. Ne? Ja, das finde ich auch am Job spannend, dass du einfach, dass ich da die Möglichkeiten habe, eben vom Mentalen über Fitness, ja, über den Golfsport selber. Jetzt habe ich eine Ausbildung angefangen heuer, Shiatsu. Mhm. Also das ist auch sowas, was ich jetzt ergänzend einmal durchziehen möchte. Tja, und dann hast du gedacht, du wirst gleich Pro, wenn das attackiert. Ich habe dann 2 Jahre selber gespielt, weil im Raum Wien ist relativ schwer eine Ausbildungsstelle zu finden, weil es ist eine, wie eine Lehre, also du brauchst einen fixen Ausbildungsplatz. Ja. Und das ist sehr voll, die Clubs eigentlich. Und da habe ich dann Glück gehabt, dass ich in Ebrechtsdorf eben eine Stelle bekommen habe. Und ja, dann habe ich die Ausbildung, dauert 3 Jahre. Mhm. Schließt du mit dem Diplom ab, also beziehungsweise mit dem staatlichen Instruktor. Ja. Weil bis jetzt ist leider nie ein staatlicher Trainer. Einen haben sie mal zusammengebracht, da war ich aber noch in der Ausbildung und seither leider keiner mehr, weil das hätte mich schon interessiert. Haben sie bis jetzt nicht mehr geschafft, dass der staatliche Trainer im Golf zustande kam? Nein, in Wirklichkeit, die Pros brauchen es nicht wirklich, wenn sie in den Clubs arbeiten. Das ist die Frage, wer Interesse hat dran. Mich interessieren halt all diese Dinge. Also ich fliege da total gern durch die Weltgeschichte und schaue mir solche Sachen an. Und jetzt eben im Shiatsu ist cool, weil es in Wiener Neustadt auch habe ich angefangen, die Ausbildung. Ist halt auch wieder bei der Shiatsu-Kreis. Genau, die bei der Wehrlinge. Mhm. Und die bei uns umtreiben wir diesen Sauerbrunnerabend in der Richtung. Ich weiß, wen du meinst. Voll rein. Na, mir jetzt auch nicht. Mir fällt es auch ein. Dort. Ja, verstehst du. Aber es ist auch wieder eine coole Ergänzung, weil du halt auch wieder, auch fürs Golf wieder Ideen oder... Ja. Ist auch etwas, was den Kids zum Beispiel total taugt. Also, wenn wir es gemacht haben jetzt, mitten auf der Range einmal hinpackt. Und sehr cooler Ansatz einfach mit Yoga und Mentaltraining, Meditation und Shiatsu etc. Ist definitiv einmal ein bisschen was anderes. Und ein sehr, sehr cooler, offener Zugang. Den wir uns mehr wünschen da draußen. Ja. Wir müssen einfach einmal einen Activities-Ausflug machen. Ja, genau. Seid herzlich eingeladen zum Testen. Nein, wir haben ja Platzreife habe ich sogar gemacht. Im Zuge des Podcasts haben wir so eine Activities-Group. Mhm. So eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo sich Leute anmelden können und wo wir einmal im Monat, so ist der Plan, einfach irgendwelche Aktivitäten einmal setzen. Mhm. Also wir halten auch die Leute dazu an, dass sie sich selber untereinander was ausmachen. Also die Leute schreiben auch rein von wegen, hallo, ich bin die so und so und ich gehe heute Boulder und wer geht mit in die Richtung. So, und das letzte Mal haben wir gehabt, vor 2 Wochen da, den Scott McDonalds, da haben wir Wim Hof Atemtechnik und das Eisbad gemacht. Mhm. In Kombination mit ein bisschen Training und so weiter. Also so Geschichten einfach, damit sie die Leute, die uns zuhören oder mitmachen, und die Leute, die bei uns waren, einfach sie irgendwann wieder treffen und zu irgendeiner Aktivität und so. Das hat jederzeit gerne herzlich länger. Da können wir sicher irgendwann mal was. Da hat ein Problem ausgetreten. Na gut, wir waren eh schon bei 2. Ja, gut. Machen wir dann mal eine Schlusssequenz und ist er überhaupt tot? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gesehen, wann er schon tot hat. Aber prinzipiell speichert er die Schleife, die er aufgenommen hat. Ja, das ist dann. Aber nein. Schön, dass es mit dem Traum eigentlich war. Ja, schön. Er zeigt sich zumindest sehr betrübt darüber. Nein. Lässig. Ja, cooler Ansatz auf jeden Fall. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, das mit der Activities-Gruppe, mit dem Ausflug. Glaube ich. Wenn wir irgendwas einmal. Wenn ich das so rede, ist einfach so eine Werfung. Du darfst einfach so reinwerfen, ja. Das ist
Weil gerade für mich, ich habe es ja auch vor Jahren einfach einmal probiert irgendwie. Ja. Mhm. Und dieser du musst und du musst und du musst und du musst, ja. Beischlagen musst. Ja, aber das ist ein krass. Das ist das Einzige. Und dann bin ich Hamburg. Ja, aber das ist halt, wenn es zum Beispiel auch der eine Trainer, den ich erwähnt habe vorher, mit seiner Short und den Flipflops, das ist halt richtig geil, ja, weil das ist halt schon im Golf sehr Polo-Level mit Kragen und Ding und Golfschuhe. Ja, also ja. Macht jetzt für mich keinen Unterschied, weil zum Beispiel, wenn wir die Ausbildung gehabt haben, du durftest keine Chinan haben. Ja. Auch bei der Siegerehrung nicht. Ja. Wo ich mir jedes Mal denke, wenn ich eine Chinan habe und ein Shirt dazu, ja, schaue ich viel besser aus, als wenn ich 4,5 Stunden mich über den Platz geschwitzt habe und dann im abgenudelten Spielergewand dort, ja, stehe. Aber. Ja, das sind ja Normative, die bei uns vorgegeben sind. Wir sind da Gott sei Dank so. Free Agents Partie da, ja. Also der Mario rennt prinzipiell, sobald es die Temperatur erlaubt, nur um die Schuhe herum. Ja. Der andere Physiotherapeut ist auch so, sobald es die Temperatur erlaubt, gibt es nur kurze Hosen. Ja, und das ist bei mir, sobald die Temperatur ist, irgendwann im Mai gibt es kurze Hose, bis es halt nicht mehr geht und dazwischen gibt es keine lange Hosen. Ja. Das bei mir gibt es im Sommer Strickpulli. Weil ich sage, aus, ich muss. Und bei mir sind die Hosen immer irgendwie bunt und gefleckert, weil ich renne den ganzen Herbst, Winter mit schwarzen Trainingshosen herum. Mir hängt es irgendwann so zum Hals raus, irgendeine schwarze Trainingshosen anzuziehen, dass ich dann im Sommer nur mit irgendwelchen Blumenhosen mal dumm renne oder irgendwas bleiben. Was hast du schon dafür? Sag ich, ja, und? Arbeite anders, nur weil ich Hosen habe. Vielleicht arbeite ich besser, weil ich mich wohler fühle. Ja. Ich kriege dann eben so mit Anzug, Krawatte und so. Ja, auch mal sicher ein marketingtechnischer, ja, Ansatz für das Training. Ja, das wäre mal was. Ein Workshop, du mit Anzug. Ja. Mhm. Also, tut mir schon mit den Kniebeugen, wenn ich. Ja. Dann haben wir ein spezielles Stretch-Training zu. Okay. Wenn ich meinen einzigen Anzug, den besitz, da herrichte. Wenn man was anderes, die Community wird sich freuen. Ja. Nur einen Angriff nehmen. Du, das werden wir irgendwann machen, dann so Fetzen hier, muss man reinkaufen. Passt. Gut. Okay. Marie, vielen herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Danke nochmal. Vielleicht kannst du noch unseren Zusehern und Zuhörern noch kurz sagen, wie sie quasi in den Genuss deiner offenen Trainingsansätze kommen. Wo finden sie sich? Wo finden sie dich? Ich bin in Ebrechtsdorf, im Golfclub Schloss Ebrechtsdorf. Meine Homepage ist functiongolf.at und dort findet ihr auch alle Kontaktdaten, E-Mail, Telefonnummer. Also wenn ihr Lust habt, Golf spielen zu lernen oder sich zu verbessern, genau, auf nach Ebrechtsdorf. Würde mich freuen. Passt, perfekt. Danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.